Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, mir weiterhelfen auf meiner anstrengenden und strapaziösen Reise hier auf YouTube. So denn ich aber Vertrauen gewinne in diesem Part, in diesem historischen Part auf meinem Kanal. Naja, so historisch ist er nun wirklich nicht, aber ich denke, das ist der Finalpart von Heavensward. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Oh, Hochwild im Hochland hätten wir auch noch machen können. Naja, egal. Jetzt ist es halt passiert. Wir reden mit Emmerich und auf geht's. Ihr seid zurückgekehrt. Wie ist es euch ergangen? Wir haben einen bedeutenden Schritt vorwärts gemacht, Großmeister. Aber lasst mich euch zunächst ein Mitglied unseres Bundes vorstellen, Yish Tolla aus Shalayan. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Großmeister Emmerich. Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, die große Gefahr abzuwenden, die uns aus Asis La bedroht. In der Tat eine große Gefahr. Und was ist nun dieser bedeutende Schritt, den ihr auf eurer Reise gemacht habt? Die Forschungsarbeit eurer Shalayaner Meisterin soll also die Grundlage für eine Ätherramme bilden, mit der die Energiebarriere über Asis La zu durchstoßen ist, gespeist von einer noch unbestimmten Energiequelle. Und genau um diese Energiequelle geht es. Wir haben daran gedacht, die Kraft des Drachenauges zu nutzen oder vielmehr Azur-Drachenreiter Estinien dazu ersuchen, uns diese Energie zu erschließen. Das Drachenauge. Nun, ich werde Estinien benachrichtigen lassen. Er muss selbst beurteilen, ob ihm überhaupt möglich ist, was ihr euch vorstellt. Vielen Dank, Großmeister. Ich habe zu danken. Ihr habt es auf euch genommen, eine Gefahr zu beseitigen, die Ishgard selbst darauf beschworen hat. Potato, Yish Tolla, lasst uns Sid mit den Berechnungen für die Ätherramme versorgen, denn diese Gefahr bedroht längst nicht mehr nur Ishgard. Okay, auf geht's zu Sid. Da müssen wir vermutlich zum Luftschiff-Landeplatz, ne? Mal wieder. Nee, vielleicht ist er in seiner Werkstatt? Ist das... Nee, das ist nicht Sids Quest. Ah, Luftschiff-Landeplatz steht auch in meinem Quest-Text. Okay, dann auf zum Luftschiff-Landeplatz. Und dann geht's los. Nee, das ist die Wiege der Astrologie. Oder der Astrologie. Ja, der Astrologie, genau. Die Parallelen zu Ramsay Bourne sind krass, weil wir gehen wieder mit dem Luftschiff zum finalen Ding. Na, habt ihr eine Lösung gefunden? Wir haben schon mal die groben Arbeiten erledigt. Jetzt brauche ich aber Konstruktionsdetails, sonst wird das nichts mit der Ätherramme. Sid, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Wir haben bisher unter Verschluss gehaltene Schriften über einen Ätherverdichter aus der großen Gubal-Bibliothek geholt. Daraus sollte alles ableitbar sein, was du für die Konstruktion der Ramme brauchst. Sehr gut, dann mache ich mich mal an die Lektüre. Aber was ist mit der Energiequelle? Darüber haben wir auch bereits nachgedacht. Ah, ihr seid schon alle da. Ich will euch nicht zu lange damit vor der Nase herumwedeln, aber das ist unsere Energiequelle. Seit uralten Zeiten hat das Auge des Drachen Äther gespeichert. Seine Kraft ist ungeheuer. Das Auge des Drachen, der wertvollste Staatsschatz Ishgards. Was für eine böse Aura davon ausgeht. Na gut, dann steht den Fachleuten mal nicht im Weg. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Irgendwie hatte ich schon dunkel geahnt, dass uns keine Pause vergönnt sein würde. Jawohl, Chef. Wedge meldet sich zur Nachtschicht.
Alfino hat einen Vorschlag. Sobald Sid die Enterprise mit der Ätherramme ausgerüstet hat, fliegen wir ab. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange, aber das Entziffern von Matoyas Unterlagen ist bestimmt nicht einfach. Du weißt, dass wir uns auf eine gefährliche Mission begeben. Ich will nicht schwarz malen, aber diesmal sind alle unsere Feinde an einem Ort versammelt. Ob wir zurückkehren, steht in den Sternen. Auf jeden Fall solltest du die Zeit nutzen, noch allen Freunden in Ishgard Lebewohl zu sagen. Oh, Lebewohl sagen, okay. Zu gerne würde ich euch begleiten, aber ich fürchte, ich wäre euch in meinem körperlichen Zustand eher hinderlich als hilfreich. Doch seid gewiss, dass ich im Geiste mit euch bin. Wenn es zur Konfrontation kommt, dann wisst, dass ich ihn nicht mehr als mein Vater betrachte. Zu all den schändlichen Lügen, die er aufrechterhielt, verbündete er sich noch mit den Ashians und erhob sich selbst zu einem Gott. Was könnte dem Guten und Wahren dieser Welt mehr entgegenstehen? Es tut mir leid, dass ich dir das all dies aufbürde, aber lass uns nicht mit so trüben Worten Abschied nehmen. Ich werde Ishgard von den Lügen der Vergangenheit befreien, während ihr für Ishgards Zukunft kämpft. Halode möge uns alle schützen. Oh, schön gesagt. Sehr schön gesagt. Ich mag Emmerich. Gerne. Ist ein dufter Typ, muss ich sagen. Ist ein dufter Typ. Ganz schön dufte. Liegt vielleicht auch ein Parfüm, ich weiß es nicht. Ah, so. Der hätte noch. Ja, wir können auch den Ätheriten nutzen. Ich nehme an, wir müssen zum Haus der Fontons und dann. Mal sehen, wo wir noch hin müssen. Ah ne, warte, wir waren ja hier schon. Also, hier ist nichts. Wir müssen nicht zu den Fontons. Denen sagen wir nicht Tschüss. Ja, gut. Dann sind das wohl keine Freunde von uns. Dann ist das wohl so. Also, meinetwegen sind das keine Freunde von mir. Habe ich jetzt kein Problem mit. Oh, Tataru. Oh. Die macht sich doch jetzt bestimmt riesen Sorgen, wenn ich dir jetzt sage, ich komme vielleicht nicht zurück. Ihr fliegt bald los? Bitte, bitte pass auf dich auf und auf die anderen auch. Ich würde es nicht ertragen, auch euch noch zu verlieren, wo ich doch jetzt schon ganz bedrückt bin wegen all der lieben Freunde, die nicht mehr bei uns sind. Ach, aber belaste dich nicht auch noch mit den Gedanken an mich. Lass uns alle stark sein, wie Alfino. Er ist ganz anders geworden, seit die Dinge in Ulda so eine böse Wendung genommen haben. Und noch entschlossener. Also, bitte kommt gesund zurück, ja? Oh, Mann. Klar. Ich hoffe nur, dass nicht irgendjemand stirbt oder so. Oh. Nicht für mich. Klar, also ich bin dann auch traurig und alles, aber die arme Tataru. Was ist... Oh... Und immer noch keine Spur von Minfilia. Ich habe ja die Idee, weil sich so viele Parallelen hier abspielen zwischen Ramsay Bourne, also von dem Story-Hergang, also von den, irgendwie so mit dem Luftschiff jetzt wieder und so Dinge und allem. Also ganz Parallelen ist jetzt nicht, aber es gibt so ein paar Parallelen. Vielleicht haben die Galear sie wieder entführt. Mal wieder. Dann brecht ihr also auf. Möge Halone euch auf allen Wegen beistehen. Bist du erstaunt, eine Galear zu einer Göttin beten zu hören? Ich gebe zu, dass es sich befremdlich anfühlt, wie Schwäche. So wurde es mir von Kindheit an vermittelt. Doch was ist falsch daran, sich von Herzen zu wünschen, dass ein teurer Freund wohlbehalten zurückkehren möge? Das ist wohl das ursprüngliche Wesen des Gebets, unser Schicksal voll Vertrauen in die Hand von höheren Wesen zu legen, dass Papst Tordan den unschuldigen Glauben der Ishgarder in seiner Machtgier missbrauchte und auf seine Person umzuleiten verstand, ist der Gipfel des Hohns. Ja. Aber das ist halt auch das Problem, was ich zum Beispiel mit der katholischen Kirche habe, weil das halt einfach, das ist eine Machtinstitution, das ist kein Glaube mehr für mich, keine Religion, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass das halt Fakt ist oder so. Also wenn ihr das anders seht, dann ist das okay, aber ich finde es halt schon ein bisschen schwierig. Ach, wir müssen noch irgendwas hier unten machen scheinbar, irgendwo ist noch was. Ach, da. Von wem verabschiede ich mich denn da? Wer ist denn da unten? Die, mit der wir den Aufstand gemacht haben? Diese Diebin oder wie die? Ja, Hilda ist es. Ha! Ah, Potato, dann geht's zum Papst jetzt an den goldbestickten Kragen, ja? Ich wäre ja zu gerne dabei, um den Azurgarden-Schnöseln ihre längst fällige Abreibung zu verpassen. Charibert vor allem, diesem Widerling. Aber ich muss hier ein wachsames Auge auf die Dinge haben. Jetzt, da der Erzbischof weg ist, könnten die Leute auf dumme Ideen kommen. Die Kurie stürmen zum Beispiel und damit meine ich keine Befreiungsaktion. Aber Gewalt wird uns nichts bringen und daran muss ich die Leute erinnern.
Jedenfalls brauchst du dir keine Gedanken um uns zu machen. Ishgard ist bei Emmerich und mir in guten Händen. Kümmere du dich nur um den Erzbischof. War das nicht der Papst? Jetzt ist auf einmal nur noch ein Erzbischof? Okay. Oder die Übersetzung ist halt, weil verschiedene Leute das übersetzt haben. Also, ja. Weil ist halt die Frage, ist der Papst einfach nur der Erzbischof? Nein, Erzbischof gibt es auch einen eigenen Rang. Also zumindest bei den Katholiken. Also, ja gut, das kann natürlich auch alles das Gleiche sein hier. Egal, egal. So kleine Sachen sollten uns nicht aufregen. Ach doch, guck mal, im Anwesen der Fontons. Wir müssen als letztes zu denen gehen, okay. Okay. Da habe ich aber richtig gedacht, dass wir da noch hin müssen. Ja, ja, ich will rein. Potato, wie nett von dir, dass du mir einen Besuch abstattest. Bitte verzeih mein Benehmen beim letzten Mal. Ich war so von der Trauer um meinen Sohn überwältigt. Sie wird mich auch bestimmt noch lange quälen, doch ich habe beschlossen, stark zu sein. So, wie er es gewollt hätte. Als Orchefort mich überredete, euch nach Kyrtas einzuladen und als euer Garant aufzutreten, war er voll der lobenden Worte. Du seist ein wahrer Freund. Du trügest die Flamme der Hoffnung in dir. Jetzt sehe ich erst, wie wahr diese Worte waren. Du hast die Hoffnung nach Ishgard gebracht. Wir waren inmitten eines Schneesturms und nun endlich wird der Himmel Licht. Hier, zum Gedenken. Es wäre sein Wunsch gewesen, an deiner Seite in den Kampf zu ziehen. Geh nun und gib auf dich Acht. Möge dich nicht auch das Schicksal meines armen Sohnes ereilen. Fühlt sich sehr nach Finale auch an, ne? Wir nehmen von allen Abschied und so. Okay. Jetzt haben wir uns von allen verabschiedet. Ja. Sonst sind alle anderen sind ja leider weg. Das ist das Problem. Die ganzen anderen Leute, von denen ich mich jetzt auch gerne verabschieden würde oder die mitkommen könnten, Papa Limo, Ida und so weiter, Tankred, die sind ja alle nicht mehr da. Und es interessiert auch irgendwie scheinbar keinen, dass die nicht da sind. Es ist kein Thema mehr für die Leute. Es ist alles so akzeptiert, die sind halt weg. Schade eigentlich. Aber gut. Also für mich sind die Charaktere sehr wichtig. Vielleicht sehen das 99% der anderen Spieler halt nicht so. Die sagen, ach gut, dass sie weg sind. Aber für mich waren das schon wichtige Charaktere, die haben mich auch in dieses Spiel reingebracht und so. Graf Edmund hat dir Orchefonds Schild anvertraut. Was für eine schöne Geste. Wir werden Orchefonds Erinnerung hochhalten und siegreich zurückkehren. Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich uns schon abgeschrieben hätte. Keineswegs. Wir werden auch diese Herausforderung meistern. Aber wir können unsere Freunde, die uns in diesen schlimmen Stunden so tatkräftig unterstützt haben, doch nicht ohne ein Wort des Abschieds zurücklassen. Alfinor will, dass du Ishtola holst. Die Enterprise scheint fast fertig zu sein. Kannst du vielleicht Ishtola Bescheid geben, dass es gleich losgeht? Sie steht dort unten und starrt ins Leere. Ach, da. Ach so, da. Es ist schon seltsam. Bis vor kurzem durfte noch niemand nach Ishgard herein und jetzt fliegen schon Linienschiffe die Stadt an. Endlich haben sich die Stadtstaaten die Hände gereicht. Und ein Gutteil davon ist dein Verdienst. Du bist die Flamme der Hoffnung für uns alle. Erspar ihm die schmalzigen Worte. Dafür kämpfen Leute wie wir nicht. Danken darf man seinem Retter doch wohl noch. Zum Danken ist es zu früh.
Vor uns liegt eine Schlacht, die einen tausendjährigen Krieg beenden wird. In Azizla werde ich allem ein Ende setzen. Ich will weder deine Entschlossenheit noch den Ernst der Lage anzweifeln. Aber du musst aufpassen. In dem Auge wohnt eine Kraft, die von dem unstillbaren Hass des Drachen gespeist wird. Meinst du, dass sie mich verschlingen wird? Eher ersticke ich die Kraft und gehe mit ihr zusammen unter. Welch ein Glück, dass ich euch antreffe. Ich habe den Sonnenwind ohne Aufsicht gelassen, um euch ein Objekt von höchster Wichtigkeit zu überbringen. Hier, möge er euch gute Dienste leisten. Ein weißer Aurazit? Er befand sich in Moonbridas Hinterlassenschaft. Sie hat sogar daran gedacht, Ersatz mitzubringen. Ihr begebt euch an den Ort, an dem die dunklen Wesen lauern, die meiner teuren Freundin das Leben raubten. Ich bitte dich, lass sie dafür bezahlen. So, dann wollen wir die mal bezahlen lassen, was? Die Rechnung kommt in Form von Potato und seinen Kriegern. Die Quittung. Also dann, auf in den Kampf. Hier, seht nur. Sie ist so umfassend verbessert, dass ich ihr einen neuen Namen gegeben habe. Die Enterprise Excelsior. Oder einfach Excelsior, wenn euch das zu lang ist. Sie wird euch an den Ort der großen Konfrontation bringen. Also dann, alle Mann an Bord! Ab hier muss ich euch alleine ziehen lassen. Aber meine Gebete werden euch begleiten. Und ich bin sicher, dass auch Orchefant im Geiste bei euch sein wird. Viel Glück! Möge eure Mission von Erfolg gekrönt sein. Also dann, Abflug! Gleich ist es soweit, Leute. Zeig mir deine Kraft, Auge.
Meister. Wir sind dort! Mein Schweinchen pfeift. Die Galea. Verflucht nochmal! Wir haben bloß darauf gewartet, dass wir ihnen den roten Teppich ausrollen. Schütteln wir schon ab. Haltet euch fest! Gleich schießen die uns ab! Tataru! Verdammt! Das halten wir nicht mehr lange durch! Die Zeit ist gekommen, dein Geschenk einzusetzen, Heidelin. Für all die Opfer, die mein einfältiger Glaube an meine selbst erschaffene Gerechtigkeit forderte. Shiva, Reswelge, bitte verzeiht mir. Selbst jetzt wünsche ich mir nur, dass all die kalten Herzen sich erwärmen. In einer Zeit des wahren Friedens.
Leb wohl, Krieger des Lichts. Du hast mir den Weg gezeigt. Izel! Dieser Äther. Sie hat einen Lichtkristall benutzt. Auch sie war geführt von Heidelin. Ruhe in Frieden, Eisherz. Schon ein bisschen traurig. Aber sie hat uns die Zeit gekauft, die wir brauchten. Eieiei. Da sind wir angekommen. Erstmal ganz kurz ein bisschen hier sich umschauen. Luftgeschwindigkeit. Einfach mal wieder zurückfliegen. Aber schauen wir uns hier mal einfach mal ein bisschen hier. Guckt euch das mal an, ey. Cool ist das denn hier, bitte? Eieiei. Na gut. Da haben wir diesen Drecksgalleanen den Weg freigemacht. Aber das konnte ja auch keiner ahnen. Immerhin hat die Ätherramme einwandfrei funktioniert. Dank ihr und dem mutigen Opfer von Eisherz stehen wir jetzt tatsächlich in Azis La. Jetzt heißt es schnell die Fährte aufnehmen. Wer weiß, wo der Papst und die Aishians inzwischen sind. Izel, die Reinheit deines Herzens hat sich in deiner letzten Stunde noch einmal gezeigt. Insgeheim hatte ich mir gewünscht, du wärst eines Tages ein Mitglied unseres Bundes geworden, doch nun ist alles ganz anders gekommen. Afino. Aber woher hat sie nur gewusst, was wir vorhatten, wo wir waren? Presvelga fühlte vielleicht durch die Kraft des Auges, das ich bei mir trage, wo wir waren. Und Eisherz wiederum stand in enger seelischer Verbindung mit Hreswelga. Er muss es ihr vermittelt und sie im letzten Moment hierher gebracht haben. Jedenfalls hat sie ihr Leben gegeben, weil sie an unsere Mission geglaubt hat. Dann sollten wir die Sache auch durchziehen. Auf geht's! Seht ihr die Kuppel da vorne? Die sehen wir uns mal an. Gibt's hier auch Aether? Nein. Okay. Muss ja sicher gehen. Aber guck mal, hier ist auch. Ist das ein Aetherit? Ja, das ist einer. Eieieiei. Ja, geht jetzt richtig los, ne? Mit dem Finale hier. Ich habe nicht zu viel versprochen, würde ich jetzt behaupten. Oh mein Gott. Ach, wir können hier runter. So. Erstmal harmonisieren. Das ist erstmal das Wichtigste. Wie groß ist die Gegend denn jetzt? Oh, die ist schon ganz schön groß, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob wir das alles in diesem Part hier durchschaffen, in den 2 Stunden, aber oft ist es ja auch so, dass die Gegenden gar nicht so viel, wie soll man sagen, dass man nicht alles hier betreten muss und so, ne? Das war ja bisher auch schon oft so. Schauen wir einfach mal. Keine Gefahr im Verzug, lasst uns hier mal kurz beraten. Wir brauchen einen bombensicheren Plan. Sid hat eine Idee, wie ihr den Papst aufspüren könnt. Da wir keine Ahnung haben, in welche Richtung der Papst ist, sollten wir erstmal unsere Sachen deponieren und von hier aus ausschwärmen. Azis La scheint tatsächlich ziemlich groß zu sein. Ziellos zu suchen wird uns kaum zum Papst führen. Hast du einen Plan? Nun, das hier ist ja offensichtlich ein Landeplatz für Luftschiffe und ein recht stattlicher dazu. Wenn ich der diensthabende Ingenieur wäre, würde ich ihn mit dem Zentralbereich verbinden. Es muss hier ein Terminal oder etwas ähnliches geben, über das man auf alle Informationen zugreifen kann. Sehen wir uns also mal um.
Kann man hier überhaupt reiten? Ja, ne? Ja, kann man. Okay. Wollte es nur ausprobieren. Du stehst vor einem antiken Schaltpult. Momentan ist es nicht funktionstüchtig. Sag Bescheid, wenn du was gefunden hast, das nach Schnittstellen, nach Schnittstelle aussieht. Was? Das Schaltpult hier ist deaktiviert. Ja, manchmal sind die Texte ein bisschen... Die Galea haben sich mit ihrer Magitech-Technologie ziemlich viel von den Allagern abgeschaut. Das bedeutet, dass wir umgekehrt auch erraten können, wie die allergischen Schaltpulte hier funktionieren. Unglaublich! Hier könnten riesige Schiffe landen, sogar ein Ragnarök, wie sie von den Forschungsberichten der Stiftung beschrieben wurde. Meine Waffe heißt Ragnarök. Oder doch, das Glam auf meiner Waffe. Was ist das denn für ein Ding? Schnappturm, okay, interessant. Die Musik hier. Es erinnert mich das so ein bisschen an Mass Effect. Die Maschinen können mir im Moment gestohlen bleiben. Wir sollten lieber aufpassen. Ich spüre die Anwesenheit eines Drachen. Dachte nicht, dass es hier welche gibt. So. Nichts? Aber da muss ein Terminal sein. Die Allager haben ihren Landeplatz garantiert nicht vollkommen isoliert gebaut. Das macht kein Ingenieur, der bei Verstand ist. Wo ist übrigens Wedge? Potato, kannst du ihn vielleicht suchen? Sicher hat er nicht widerstehen können und ist schon weitergelaufen, um sich die Anlagen näher anzuschauen. Das ist nicht clever von ihm auf jeden Fall, so alleine einfach loszulaufen, wenn hier Gegner sind. Wir wissen ja auch nicht, was hier auf einem lauert und so. Und das sieht alles schon ein bisschen beängstigend hier aus und einschüchternd und nicht unbedingt vertrauenserweckend. Dieser Ort hier sieht ziemlich cool aus. Oder findet der Raid dann hier statt von dem Addon dann? Mal sehen. Wäre auf jeden Fall auch ziemlich cool hier. Was ist das denn da vorne? Ja, Hutsch, aua. Was machst du denn schon wieder? Chef, das Gerät da hat so interessant ausgesehen. Ich wollte es nur ganz kurz unter die Lupe nehmen. Da habe ich plötzlich Sterne gesehen. Wedge, verdammt nochmal. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wer weiß, was die Allager hier für Fallen ausgelegt haben. Tut mir leid, Chef, aber ich habe doch immerhin was gefunden. Ein defektes Abwehrsystem. Na, herzlichen Glückwunsch. Nein, es ist nicht defekt. Hier, schau mal. Was sagst du jetzt, Chef? Leitsystem aktiviert. Initialisiere Startsequenz. Der Nutzervereinbarung zustimmen. Ja. Lizenz bestätigt. Neuer Benutzer wird angelegt. Name angeben. Ich bin Rich und das ist Potato. Neuer Benutzername, Wedge, und das ist Potato. Willkommen in Asus La. Topografische Informationen geladen. Wegleitsystem bereit. Jetzt nennt er mich immer die ganze Zeit Wedge und das ist Potato. Ah, herrlich.
Aber das habe ich doch schon erwartet, dass genau das passieren wird, wo er das gesagt hat. Dass das System nicht checkt, dass wir zwei Leute sind und einfach dann sagt, das ist die Name, jetzt der Name. Ich hoffe, das bringt uns nicht noch in Eufels Küche. Lass uns mal ein paar Dinge ausprobieren. Blechbüchse, gib mir die kompletten Logdaten für die Systeme dieser Anlage. Hey da, der Chef hat dir was befohlen. Geht doch. Azizla, Gruppe künstlicher fliegender Inseln. Ja, das wissen wir. Momentaner Aufenthaltsort Helix. Momentaner Status Reaktivierungsphase. Da seid ihr also. Reaktivierungsphase? Hat wohl der Papst ins Rollen gebracht, indem er den Schlüssel zur Insel benutzt hat. Blechkugel, wo sind hier noch andere Leute? Im etherochemischen Forschungslabor auf dem Flaggschiff. Das scheint die zentrale Insel zu sein und in einer schiffartigen Anlage namens Fraktalkontinuum scheint sich jemand aufzuhalten. Unautorisierter Zutritt im Gamma-Quadranten, Abwehrsystem aktiv. Was sagt ihr dazu? Das müssen die Galear sein, der Papst hat ja den Schlüssel, aber wo ist er? Ich denke nicht, dass er so weit geflogen ist, um still in seiner Sonnenstrahl zu besitzen. Blechbüchse, wo registrierst du den größten Energiefluss? Innerhalb des etherochemischen Forschungslabors, also in der Triadenkonstruktion. Triade? Drei Götter? Hier ist wohl Schluss. Militärgeheimnis Klasse A. Er verlangt irgendeinen Code. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Was, wenn es eine Falle ist? Seit wann kann man sich so leicht in allergische Informationssysteme einklinken? Trotzdem müssen wir uns im Labor vorarbeiten. Der Papst und die Azurgarde sind bestimmt dort. Wir haben keine Wahl. Die Alagier haben Dalamut gebaut und Bahamut darin eingekerkert. In ihrem zentralen Forschungslabor müssen Geheimnisse begraben liegen, die man diesen Konsorten lieber nicht in die Hände fallen lassen lässt. Ich bin Zit und kann nicht mehr sprechen. Tut mir leid. Passiert schon mal. Man kann es schon mal verlesen. Dann nehmen wir einfach mal kritische Treffer. Das ist übrigens der erste Ort, wo wir das Fliegen dann erst bekommen, also wo wir nicht das Fliegen erst bekommen, sondern das ist der erste Ort, wo wir das Fliegen bekommen, nur durch Quests. Das Wegleitsystem wartet auf deine Fragen. Beep, bitte Frage stellen. Der Weg zum etherochemischen Forschungslabor. Beep, berechne optimale Route. Bestätigt. Wegleitung zum Flaggschiff. Etherochemisches Forschungslabor initialisiert. Bitte folgen. Bei Missachtung der empfohlenen Route kann es zu Zusammenstößen mit Verteidigungssystemen kommen. Es wird keine Haftung übernommen. Da 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 dam bam badam. Ich hätte nicht vermutet, dass es so einfach werden würde. Wir müssen uns den Weg nicht einmal selbst suchen. Das System liefert uns alle nötigen Informationen. Dann lasst uns unserem famosen Reiseführer folgen. Sid, kannst du die Excelsior jederzeit startbereit halten? Wer weiß, was uns unterwegs begegnet. Klar doch, sagt mir über die Kontaktperle Bescheid, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Aber lasst euch damit etwas Zeit, wenn es geht. Nach dem galeischen Bombardement muss ich das Schiff erst wieder zusammenflicken. Verstanden. Dann lasst uns dem Wegleitsystem folgen. Aber passt auf, wo ihr hintretet. Hier können überall allergische Fallen sein. Vom Papst und den Galeanen mal ganz abgesehen. Ich habe gerade extrem Druck. Also, der Druck ist halt, ich möchte alles richtig und gut lesen gerade. Weil das ist der Finalpart, ihr wisst doch, ne?
Ist ja alles so stimmig hier. Dieser Anfang dieser Musik hier wirkt so ein bisschen wie so Reaper-Musik irgendwo bei Mass Effect. Bam bam badam bam 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 badam bam 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 badam bam 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 badam bam 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 badam bam 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 badam bam 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 badam bam bam bam. Wir können auch reiten, ist aber nicht schneller, glaube ich, nicht viel schneller zumindest. Gut, dass ich niemanden hier bekämpfen muss, weil mein Level zu hoch ist. Außer die haben hier Level 60 Gegner, die muss ich bekämpfen, weil ich bin nur Level 70. Ich glaube, 11 Level muss man drüber sein, damit die ja nicht mehr angreifen. Müssen wir nicht hier hin? Doch, wir müssten hier hin. Wunderbar. B. Momentaner Aufenthaltsort Alpha Quadrant. Geplante Route: Transport mittels Partikelschleuse zum Beta Quadranten. Reaktiviere Partikelschleuse. Bitte interagieren. Ich frage mich auch, was die Alaga mit den Ashians vielleicht zu tun haben könnten. Wenn ich ehrlich bin. Das frage ich mich schon. Oder ob die Ashians vielleicht mit Philly entführt haben. Weil die Galea haben sie ja scheinbar nicht. Mir gehen so viele Fragen durch den Kopf. So. Bam, batadam, batadam, bam, 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 bam. Okay, es greift uns nichts mehr an hier. Definitiv nicht. Piep. Unerwartetes Ausbleiben von Feder 2231. Teleport ordnungsgemäß abgeschlossen. Letzte Wartung der Schleuse vor 5014 Jahren. Wahrscheinliche Funktionsuntauglichkeit 99,99%. Partikelschleuse sollte eigentlich betriebsunfähig sein. Der wollte uns also gerade töten. Das ist auf jeden Fall sehr beruhigend, oder? Findet ihr das nicht auch? Dass das Weg des Systems gerade einfach töten wollte? Ich glaube, der ist unser Freund. Ich glaube, der ist unser Freund. Aber ich kann überlegen, ob ich mal ganz kurz mit ihnen spreche, weil die haben immer was zu sagen. Das Prinzip dürfte dasselbe sein wie bei unserem Ätheriten, nur dass diese Anlage hier aus dem dritten Ära des Lichts stammt. Faszinierend. Seltsam, hier sind nur Maschinen, aber ich fühle mich, als würde ich von denkenden Wesen beobachtet. Das wird mir immer verdächtiger. Wenn es nach mir ginge, würde ich diesen Belächtigen nicht so einfach vertrauen. Ich vertraue mir auch nicht. Das Wegler-System will euch weiterführen. Die Route zum Ätherochemischen Forschungslabor kann fortgesetzt werden. Der Beta-Quadrant ist eine für die Chimärenzucht reservierte Zone. Hierbei werden nützliche Elemente verschiedener Lebensformen zu neuen Wesen für den militärischen und zivilen Einsatz kombiniert. Die Chimären durchlaufen nach der Erschaffung eine strenge, standardisierte Qualitätskontrolle. Nur Exemplare mit 3 Sternen verlassen die Anlage. In Ausnahmefällen entstehen minderwertige Produkte. Die Annäherung an qualitativ mangelhafte Chimären ist zur eigenen Sicherheit streng untersagt. Bitte zur nächsten Partikelschleuse weitergehen. Wir sollten immer mit denen reden jetzt. Jedes Mal bei jedem Stopp. Weil das Spiel zwingt uns das nicht, mit denen zu reden, quasi durch die Quest halt. Normalerweise hat man dann ja Dialoge und sowas, wenn man dann die nächste Quest annimmt und so weiter. Das tut das Spiel jetzt halt nicht. Das zwingt uns da jetzt nicht weiter zu reden mit denen, was wir halt dann selber machen müssen. Ich muss gerade überlegen, welche Richtung wir überhaupt jetzt gehen. Aber lass uns mal hier oben lang gehen. Es greift uns eh nichts an, von daher können wir hier einfach gechillt hier durchlaufen. Da können wir uns auch die Gegner ein bisschen angucken.
Das ist ein Zibrid. Was ist denn ein Zibrid? Ich kenne Hybrid, aber... ZZZ. Nee, fällt mir gerade nicht ein, was für eine Zahl das sein könnte. Was das bedeuten könnte. Oder was das überhaupt Zibrid ist. Das vielleicht dann... Nee. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Tribrid oder sowas dann eine Dreifachkombination ist. Aber was ist denn Zibrid? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es ja und könnt es in die Kommentare schreiben. Lamia Telikoti. Was ist das denn für ein Vieh da vorne? Empusa. Okay. Interessante Wesen hier. So einfach wird das übrigens bei Endwalker dann nicht sein, weil da ist halt, da sind die Gegner Level 90 und ich bin da auch Level 90, hoffentlich. Nicht, dass das nächste Addon schon raus ist, bevor ich Endwalker spiele. Das wäre ein bisschen, peinlich. Aber ich kann nicht vorne lang. Badadam, 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 bam, bam, bam. Ich glaube, ich gehe falsch. Nee, ich gehe richtig. Ist alles gut. Oh, da guck mal, ist das ein Reptoid. Nicht Reptiloid, sondern Reptoid. Und da ist ein... Das ist doch für Jagd, oder? Das ist für die Jagd. So ein Gegner. Glaube ich. Für die hohe Jagd. Huh. Reptoid statt Reptiloid. Oh nein, jetzt kommen die nächsten Verschwörungstheorien über die Reptoiden. Ich sehe schon kommen. Eine Titanenwurz. Na gut, wir sind gleich da. Die Chimären, die ziellos umherstreifen, sind wohl die, vor denen uns das Wegleitsystem gewarnt hat. Dieser Ort strahlt so viel Böses aus, all die Chimären. Ich denke nicht, dass wir uns das Recht herausnehmen dürfen, Lebewesen künstlich zu erschaffen. Diese allergische Blechkugel führt uns garantiert ins Verderben. Piep. Leichte Interferenzen registriert, Energiezufuhr zerbackelt, Partikelschleuse mangelhaft. Unautorisierter Energieverbraucher, chimärische Lebensform, defekte Stelle, Rekombinationslabor und Biomasse-Inkubator. Es ging bisher auch allzu glatt. Dann müssen wir diese Chimären wohl beseitigen. Teilen wir uns auf, Potato. Du übernimmst das Rekombinationslabor, wir anderen kümmern uns um den Biomasse-Inkubator. Danach treffen wir uns wieder hier. Hoffen wir, dass die Energiezufuhr dann wieder gewährleistet ist. Das Ding will uns doch töten, das hat doch gerade Schwachsinn gelabert. Seien wir mal ehrlich, das System hat jetzt gerade einfach gelogen, damit wir da loslaufen und uns von den Chimären töten lassen. Das hofft es zumindest, das Weg der System, da bin ich mir sehr sicher. Das ist nicht auf unserer Seite, das ist allergische Technologie, als wäre das auf unserer Seite. Wobei ich halt auch nicht ganz verstehe, was die Allager, warum und wieso, weil das ist halt interessant, aber die sind halt richtig böse. Das mit Bahamut und sowas und Dalamut, die sind ja richtig, richtig böse Leute, die keine Grenzen kennen. Für ihre Forschung gar keine Grenzen. Die komplett ausbeuterisch sind, quasi wie wir auf unserem Planeten, aber aber die müssen doch auch eine Motivation haben. Oder ist es einfach nur um Wohlstand oder weiß ich nicht. Aber teilweise wirkt das auch so ein bisschen so, als würden die das machen, einfach nur, weil sie böse sind. Weil sie einfach böse sind. Aber das kann es ja nicht sein. Also, bis jetzt fand ich das immer sehr cool hier in Final Fantasy, dass alle irgendwie ihre Motivation und Beweggründe hatten hier. Das Beste war das mit Nero, das fand ich super gut, weil der halt einfach auch, ne, weil er immer im Schatten von Cid stand und so. Und an sich auch die Galea, die haben ja einfach einen anderen Weg zu dem gleichen Ziel, was wir ja auch verfolgen, aber die glauben halt an ihre Art oder ihr Ziel und... Alle haben irgendwie so ihre Wege und Ziele und Vorstellungen und Überzeugungen und alles. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn die Allager das gar nicht haben bisher. Also wir wissen, dass es dieses, wir haben den Kristallturm gemacht, ne? Da haben wir ja schon so ein bisschen, da klangen die gar nicht so extrem schlimm, muss ich sagen. Vor allem, weil wir auch zwei davon getroffen haben, die wiedergeboren worden. Und klar, was der Typ mit seinem Kristallturm da getan hat, ist natürlich klar, dass das nicht gut war, ne? Aber an sich wirkten die beiden, die wir kennengelernt haben, jetzt nicht so schlimm. Gut, die wollten die Fehler ihrer Vorfahren dann wieder glatt bügeln und alles, ne? Aber wirkte auf mich jetzt... Und es gab ja auch diese Widerstände. Das waren ja auch die Wiedergeburten von den Widerständlern, ne? Quasi. Und ich bin echt gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt, so storymäßig, was die Allage angeht. Und was die auch... Weil ich hatte das Gefühl, das ist das große Ding auch bis Endwalker, die Allage. Das wird das große, große Ding am Ende sein.
Ich glaube, die sind auch nicht tot. Ich glaube, irgendwas ist mit denen. Irgendwas ist mit denen geschehen. Weil die Yestolla hat ja auch gerade eben schon gesagt, dass sie sich beobachtet fühlt. Und irgendwas ist hier, definitiv. Irgendwas erschließt sich uns einfach noch nicht, weil wir es nicht wissen, nicht verstehen und noch nicht bisher mitbekommen haben in der Story oder uns noch nicht gesagt wurde quasi. Ich bin sehr gespannt, wo sich das alles hinentwickeln wird. Ich weiß, einige von euch, vermutlich die meisten von euch, werden das schon längst wissen, wo es hingeht, die Reise, aber ich bin halt mega gespannt darauf. Ich hoffe, ihr seid es auch, falls ihr es noch nicht wisst. Also ich bin echt... Problem ist halt nur, es wird noch viele Stunden dauern, bis ich da bin. Aber es bilden sich so langsam Puzzleteile in meinem Kopf, die ich versuche miteinander zu verbinden, um irgendwie auf eine Antwort zu kommen. Ich wurde leider sehr empfindlich gespoilert. Ich wurde extrem empfindlich gespoilert von meiner Gilde, weil es auf einmal hieß, dass irgendjemand in eine Inni geht, und da wurde einfach nur der Bossname genannt, statt der Name der Inni zum Beispiel. Und deswegen wurde ich extremst gespoilert, weil ich diesen Charakter nämlich kenne. Ich sag jetzt nicht, was ich gehört habe, was für ein Name und was für ein Spoiler das war, aber ich sag euch so viel, das ist ein krass massiver Spoiler gewesen. Was sehr schade ist. Also mir wurde quasi ein großes Offenbarungsding von Endwalker geleakt, glaube ich. Oder gespoilert. Was schade ist. Aber ich weiß noch nicht, wie es dazu kommt. Ich weiß noch nicht die Beweggründe. Ich weiß nicht die Hintergründe. All das weiß ich halt noch nicht. Und deswegen schauen wir einfach mal. Und auf dem Weg dahin wird noch ganz, ganz viel passieren. Von daher bin ich da guter Dinge, dass es nicht ganz so schlimm war. Ich habe heute leider auch jemanden gespoilert aus Versehen mit verschlungenen Schatten. Das war ein bisschen blöd von mir, weil ich halt davon ausgehe, es ist mein Stream, ne? Und ich weiß halt das, was ich weiß, und darüber kann ich reden. Aber ich habe halt vergessen, dass manche Leute halt verschlungene Schatten noch nicht gemacht haben. Und deswegen die Story davon nicht kennen. Deswegen werde ich mich da in Zukunft zurückhalten, das nochmal zu erwähnen, was da passiert. Aber dass Bahamut existierte und Dalamut etc., das ist ja alles bekannt. Das ist ja schon durch Final Fantasy 14.1.0 bekannt und so. Also das kann man ja bestimmt dann schon erwähnen und alles. Ich bin sehr gespannt, wo das jetzt hingeht. Auch jetzt hier gerade, was mit dem Papst sein wird und wie das jetzt weitergeht. Ich bin mega gespannt und ja. Wir werden es alles erfahren in diesem Part heute. Jetzt denkt vielleicht irgendjemand auf Twitch, da ist nur ein YouTube-Video. Nein, ich bin live. Keine Sorge, ich nehme das nur auch für YouTube auf. Deswegen ist ja immer dieses Verabschieden und wieder begrüßen und so. Das ist halt mein Stil, da muss man sich dran gewöhnen. Ich glaube auch oft, dass Leute dann gehen, wenn ich mich verabschiede, weil die denken, ich mache den Stream dann aus. Was ja nicht stimmt. Ich verabschiede mich halt nur von... verabschiede mich ja nur von YouTube dann. Also hiernach verabschiede ich mich auch von euch, aber... also von allen. Euch im Video und die Leute im Stream. Beep. Energiekreislauf intakt. Partikelschleuse wird reaktiviert. Zum Fortfahren bitte interagieren. Ich hoffe nur, dass wir gleich nicht so lange fürs Dungeon und für die Prüfung suchen müssen, sondern dass das schnell geht. Aber die Uhrzeit wird halt echt hart. Es wäre schade, weil dann ist der Finalpart halt ein bisschen... Na, mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Sonst muss ich vielleicht zusammenschneiden oder so. Kann ich ja auch mal machen. Ausnahmsweise mal einen Part schneiden. Ja, ich glaube, das mache ich dann einfach im schlimmsten Fall so, ne? Wenn wir nachher suchen müssen und so, ich mache dann bei der Suche einfach Videoaufnahme aus und dann mache ich 3 Aufnahmen und so und dann... Wir zusammenschneiden. Und ich sage euch, diese Blechkugel führt was im Schilde. Dann auf zur nächsten Insel. Im Kampf gegen die Chimären habe ich eine neue Technik entwickelt. Ein anderes Beschwörungsverfahren. Oh. Alfinoa lernt. Ist auch schön. Der kann uns ja demnächst helfen. Nein, Alfinoa ist super. Galea. Da sind sie abgestürzt. Die Galea sind also schon hier. Sie reparieren ihre Agrios.
Sie sind ebenfalls hinter den Geheimnissen der Alaga her oder hinter Azus La als Ganzes. Wenn sie uns in die Quere kommen, kriegen sie meine Lanze zu spüren. Immer dieser Blutdurst. Spar dir deine Kräfte für die wichtigen Kämpfe auf. Wir versuchen, uns vorbeizuschleichen. Das Wegnetzsystem fordert erneut eine Eingabe. Piep, Umweltfunkzutritt im Gamma-Quadranten registriert. Für eventuelle Schäden bei Kontakt wird keine Verantwortung übernommen. Bitte Haftungsausschluss bestätigen. Piep, Eingabe bestätigt. Bitte zur nächsten Partikelschleuse gehen. Der Delta-Quadrant ist äußerst sehenswert. Die Aufrechterhaltung der Lebensfunktion wird wärmstens empfohlen. Wichtiger Hinweis, Kontakt mit unbefugten Eindringlingen kann die Überlebenschance signifikant reduzieren. Ach. Nein, doch, oh, nein, doch, oh. Die können mir eh nichts anhaben, die greifen mich gar nicht an. Aber wir müssen jetzt nicht zu denen hin, interessant, okay. Gehen wir einfach weiter. Dann ignorieren wir die erstmal. Gehen wir einfach unserer Wege. Oder reiten unserer Wege. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Sind wir gleich durch? Ja, wir sind gleich durch. Puh. Bam, 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 badadam, bam, 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 bam. Was ist das dafür? Ah, das ist auch ein Magitech-Ding, ne? Naja, Frontbrecher, ja. Okay. Das sind verdammt viele Gallia. Was haben sie nur vor? Noch einmal, unser Ziel liegt im Zentrum von Azus La. Die dritte Einheit bleibt hier und bewacht das Schiff. Die zweite schwärmt aus und beseitigt die allergischen Fallen. Die erste Einheit kommt mit mir. Wir sichern das Forschungslabor. Wenn die Informationen des Frumentariums stimmen, finden wir dort die Antwort darauf, wie die Alaga es schafften, Primae lebendig zu fesseln. Diese ätherfressenden Parasiten gilt es auszumerzen. Das ist unsere oberste Weisung. Der Wahn ihrer missgeleiteten Lakaien hat sie bisher wieder und wieder auferstehen lassen. Wenn wir aber das Geheimnis der Alaga herausfinden, können wir den Kreislauf ihrer Wiedergeburt durchbrechen. Den ewigen Dank des Kaisers sichern. Doch so großzügig der Kaiser Erfolge belohnt, so wenig verzeiht er Niederlagen. Sorgen wir dafür, dass wir mit der richtigen Nachricht vor seinen Thron treten können. Das Wissen, wie man Primae lebendig fesselt. Darauf haben es die Gallia also abgesehen. Dann liegt hier auch die Antwort auf die Frage verborgen, wie die Alaga Bahamut in ihren künstlichen Mond bannen konnten. So könnte man wohl tatsächlich verhindern, dass ein Primae erneut beschworen wird. Vielleicht ist das die Lösung, nach der wir so lange gesucht haben. Nein, Yestola. Das kann nicht die Lösung sein. Denk doch daran, welches Leid Bahamut über Eorzea gebracht hat. Wir dürfen die siebte Katastrophe niemals vergessen.
Du hast wohl recht. Eine so lange Zeit in Gefangenschaft lässt den Hass eines jeden Wesens ins Unermessliche wachsen. Das Risiko ist zu groß. Unser Ziel ist der Papst. Wenn wir uns jetzt mit den Galeanen anlegen, lacht er sich ins Fäustchen. Ja, natürlich. Erst halten wir ihn auf, danach kümmern wir uns um die Galeanen. Was mir gerade einfiel, wir können die Vierer-Indy theoretisch auch alleine machen, glaube ich, mit Level 71, das wir jetzt haben. Das sollte theoretisch hinhauen, dass wir das alleine machen. Im schlimmsten Fall. Also ist auch irgendwie atmosphärisch, wenn ich alleine reingehe, aber ist auch deutlich härter. Muss ich mich viel mehr konzentrieren, weil wir haben so viel Selfies und alles. Das könnte schon klappen. Nur das Achterding, das werden wir nicht alleine schaffen. Das wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen hier einfach oben wieder lang, ne? Wir müssen Umwege gehen. Oder durch den... Ne, da unten sind ja die... Aber... Ne, ich gehe einfach im Norden hier lang. Das wird schon richtig sein. Eieieiei. Dann schauen wir mal. Badadam, 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 bam. Vielleicht zeigt uns ja die Lampen hier der Weg. Die Lampen könnten uns vielleicht den Weg zeigen und weisen. Ich weiß es noch nicht. Ich sehe halt keine Verbindung hier nach links. Aber vielleicht hier oder so. Keine Ahnung. Mal sehen. Ne, da kamen wir her, ne? Da kamen wir her. Okay, wir müssen durch das Galea-Lager. Okay. Naja, aber das ist ja quasi der Teleporter, wo wir herkamen. Okay. Ja, viel Zeit haben wir nicht verschwendet. Keine Sorge. Aber sind auch, glaube ich, gleich durch. Hoffe ich. Badadam, 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 bam, bam, bam. Lustig wird das für meinen Film alles aufzunehmen, weil ich muss das ja mehrmals spielen. Ich muss einmal mit Soundeffekten und Musik und sowas oder nur Soundeffekte, dann nur Musik und dann einmal nur Stimmen, damit ich alles auf einzelnen Spuren habe und dann noch eigene Soundeffekte einbauen kann, wenn ich das zum Film zusammenschneide. Zum Beispiel bei den Soldaten gerade eben würde ich auf jeden Fall nochmal so ein Soldatengeräusch reinmachen, wenn die halt, wenn die sich rühren und so. Weil das hat sich nicht so gut angehört. Aber sowas kann man so ein bisschen aufpimpen dadurch, finde ich. Und guck mal, ganz viele kaputte Maschinen haben sie hier. Beißen sich wohl so ein bisschen die Zähne aus hier, wa? Bam, 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 bam. Zum Glück müssen wir nicht kämpfen. Aber eigentlich wäre es egal, also... Schlimmer, wenn wir das nur solo machen würden, dann müsste ich meine 70er-Rüstung hier anlegen, glaube ich, weil das wird schon das ist deutlich besser als das, was ich gerade anhabe. Wir bräuchten mehr 70er-Equip. Und das ist dann eher ein Problem, weil das sieht nicht so schön aus, was ich gerade habe. Und da müsste ich nochmal Glam drauf packen. Naja. Sind das nicht diese Ätherkristalle? So sahen die doch auch aus unten. Also haben die hier auch so Ätherkristalle wie bei Dalamut mit diesen... interessant. Ob das jetzt wirklich eine Bewandtnis hat oder ob die Entwickler einfach fanden, das sieht cool aus. Keine Ahnung. Wir werden es bestimmt rausfinden. Hoffentlich. Ja gut, dass die natürlich mit dem Äther rumgeforscht haben und rumgespielt haben. Nicht unwahrscheinlich, sage ich mal. Dass die auch Unfälle gehabt haben werden, wie dann zum Beispiel hier vorne vielleicht. Auch nicht komplett unwahrscheinlich, sage ich mal. So. Kein Kampf? Bip. Abweichung von Erwartungswert gefunden. Lebensfunktion aller zu leitenden Personen stabil. Bip. Verfolger registriert. Wiederhole. Verfolger registriert. Vor Fortsetzung der Route bitte Eindringlinge eliminieren. Ah, eine KI, die mir Anweisung gibt, Leute zu töten. Das ist auch schön. Der kann man doch vertrauen, oder? Man kann der KI doch wunderbar vertrauen, wenn die eine Anweisung gibt, Leute zu töten. Das kann ja nur eine gute KI sein. Die kann ja nur herzensgut und neutral sein. Töten, 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 eliminieren, exterminate. Wer kennt Doctor Who? Wer kennt die... Wer kennt die Dalek?
Vielleicht ist das ja ein Dalek, wer weiß. Vielleicht sind die Alaga Daleks. Ah. Den Kampf von Kontakt vermeiden beginnen. Okay, mach mal. Keine Nachricht mehr von meinem Trupp. Beim letzten Mal wurden wir unterbrochen. Aber diesmal haben wir viel Zeit füreinander. Zeig mir doch mal, was einen Krieger des Lichts so besonders macht. Gerne, mit Vergnügen, mein Freund. Also, Nummer 1 ist, ich habe eine fette Axt. Nummer 1. Und die tut weh, wie man sieht. So, dann habe ich noch jede Menge Fähigkeiten als Krieger des Lichts. Jetzt zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, meinen Sturmbrecher zu zünden. Damit mache ich mehr Schaden. Oho. Außerdem habe ich noch so was Schönes, das nennt sich Urkraftbalken. Den wirst du jetzt auch spüren. In Kombination mit meiner Tollwut und meinen Schlachtrufen. Oh, kann er nicht alleine kämpfen? Oh, kann der Kleine nicht alleine kämpfen? Hat er Angst? Oh. Muss er seine Freunde dazu holen? Oh. So, mein Guter. Du wirst schon sehen, was ein Krieger des Lichts kann. Wenn du im Staub liegst, mein Guter. Ja, du kannst schöne Fleckchen machen auf dem Boden. Mit Blutungseffekt. Mann, du hast aber schön Pipi gemacht. Da bin ich aber ganz stolz auf dich. Hat deine Mama dir das beigebracht? Ja, ich bin Tank, ich muss den beleidigen. Ihr wisst, ein Tank beleidigt den Gegner. So provoziere ich den, dass er nur mich angreift. Die Attacke kenne ich, mein Freund. Die kenne ich von der Ultima-Waffe. Ist nichts Neues. Du hast mich nicht getroffen, mein Guter. Hier, niedermähen. Das kann ich als Krieger des Lichts. Oh. Muss ich die Dinge jetzt einfach irgendwie wegmachen oder explodieren wir mal einmal drauf? Ah, man kann die ein bisschen wegstoßen. Das ist gut. Dann stoßen wir die mal weg. So. Komm mal her, mein Freund. Nee, da hinten komme ich nicht hin. Du kommst hier hin, bitte. Oh, feige Sau. Immer feige, weißt du? Er will mich zu seinen komischen Dingern hier bringen, damit die gleich explodieren. Ich merke das schon. Ja, hier stehe ich gut. Das kann ein Krieger des Lichts. Gar nicht so übel. Fast heldenhaft. Nun scheint mir die Niederlage von Belsa schon erklärlich. Tja, es war mir ein Vergnügen, aber nun muss leider Schluss sein. Wenn ich erst die Prima-E-Technologie in Händen halte, dann
wenn dieser Ort ohnehin nichts mehr zu bieten hat. Wie feige der Typ ist. Feigling, Feigling. Hat er etwa Angst? Die Stimmen sind echt schlecht abgemischt mit der Musik. Los jetzt, keine Zeit für lange Reden. Halt den Papst auf. Gut, dass er mich zwingt zu teleportieren, weil sonst sähe es ein bisschen komisch aus, wenn da jetzt nichts passiert und ich da noch selber hinlaufen muss. Aber schaut euch das jetzt einfach mal an hier, ne? Also das wäre der perfekte Moment für meinen Film dann, dass ich solo in die Innis gehe. Weil das Spiel hat nicht gesagt, ich habe Abenteurer dabei oder so. Es ist auch niemand dabei. Und hier kann ja niemand einfach mal so da vorbeikommen, ne? Steht da? Deswegen müsste ich das ja eigentlich für den Film dann hier zum Beispiel solo machen, die ganzen Innis. Damit das halt einfach irgendwie passt, ne? So, ich guck mal ganz kurz in die Option. Habe ich die Stimmen irgendwie zu leise gestellt oder so? Ne, die Stimmen sind auf 100. Also, ne, das ist... Ich kann natürlich hier vielleicht das hier insgesamt lauter machen und die Musik nochmal ein bisschen leiser machen. Und alles andere nochmal ein bisschen runterziehen. Vielleicht ist es so besser abgestimmt. Ne, warte. So. Schauen wir mal. Piep, Höhepunkt der Route erreicht. Wir befinden uns im Drachenexperimentsektor. Es handelt sich um Drachen vom südlichen Kontinent Merasidia. Auch heute noch kein Einbußen an Lebenskraft messbar. Das Weglettsystem hat eine schlechte Nachricht. Piep, Warnung, das Verwaltungssystem des Delta-Quadranten meldet Partikelschleuse 6 bis 7 zum Flaggschiff-Defekt, Teleport nicht möglich. Ursache des Defekts, Ausbruch von Drachen aus einer fehlerhaften Fessel, Zeitpunkt vor 2369 Jahren. Die eigenständige Suche nach einem alternativen Transportmittel wird empfohlen. Wiederaufnahme der Wegleitung vor dem Eterochemischen Forschungslabor. Hört ihr die Schreie der Meinen? Nun führte dich deine Reise gar ins verfluchte Land der Alaga, wo mein Kind gefangen ist.
Vor 5000 Jahren überfielen sie den Süden, wo meine Kinder lebten, und nahmen den Kontinent ein, um ihr gewaltiges Reich noch zu vergrößern. Wie die Ishgarda trachteten auch die alten Alaga schon nach unseren Kräften. Je mehr sie uns fürchteten, desto mehr hassten sie uns. Sie entwickelten Halsbänder, die meine Kinder zu fesseln vermochten. So kam es zu einer Tragödie, die noch immer Schmerz und Leid bereitet. Meine eigene Tochter ist hier. Such sie, sprich zu ihr, und sie wird dir sagen, was wir Drachen erdulden mussten. Okay, wie weit müssen wir laufen? Wir laufen dann da unten rum, dann laufen wir oben drauf. Okay, ich sehe den Weg ungefähr. So. Ach ja. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, bam, bam. Ach man, ist das cool. Ist halt sehr straightforward auch alles, ne? Es gibt jetzt keine Ablenkung mehr oder so. Alles, was wir hier noch freischalten müssen, was wir sonst über Nebenquests noch freischalten hätten, nämlich zum Beispiel diese Windäther-Lizenzen-Dinger da, die kriegen wir alle so. Müssen wir hier runter? Das ist ein Weg nach unten gewesen oder müssen wir hier oben drauf irgendwie? Keine Ahnung. Hey, wir sind doch gleich wieder zurück da, wo wir gerade eben waren, oder? Ist das richtig? Ja, ja. Hä? Okay, wir kommen hier nicht nach oben. Gut. Fliegen können wir hier noch nicht. Das fehlt uns noch. Da müssen wir tatsächlich irgendwo oben rum einen Weg finden. Oder hier vorne können wir irgendwie rum. Kann das hier sein? Ah, ich glaube, hier geht's weiter. Oder, ah, da kann man auch durch. Da vorne kann man auch durch. Also, im schlimmsten Fall können wir da nochmal gucken. Ja, man muss sich so ein bisschen zurechtfinden hier. Ich glaube, das ist in Ordnung, der Weg hier. So. Und das ist halt schon komisch mit diesen Ätherkristallen hier. Ich bin gespannt, ob es da irgendwie mit den Nebenquests oder so, ob da die Nebenquests, die hier so sind, ob die vielleicht noch was erzählen zu der Gegend. Weil ich denke mal, dass die Nebenquests viel auch zum Worldbuilding beitragen. Das sind halt so Sachen, die frage ich mich. Viele fragen sich das vielleicht gar nicht. Die interessiert das einfach gar nicht. Die sagen, oh cool, Kristalle. Aber ich frage mich schon so, wie das alles irgendwie, ob das alles Gründe hat und Geschichte hat und da eine Lore hintersteckt. Ich komme halt auch von Dark Souls etc. Also so Spiele mag ich auch sehr gerne, auch wegen der Geschichte und der Lore dahinter. Oh. Da ist die besagte Fessel, ne? Und der Drache lebt noch, das sieht man ja, er bewegt sich. Mit Gazamas Tochter war das, ne? Oder hieß doch, war das die Tochter, ne? Ich glaube schon. Du siehst einen riesigen Drachen, der in Fesseln geschlagen ist. Tiamat,
Zu sieben starken Kindern wuchsen sie heran. Die hohen Drachen nennt ihr sie. Sie flogen aus und ließen sich an verschiedenen Orten nieder. No mon a'an, no an il'an, no edgin. Is kashul and iles an. An ska u us el, tai esk is ach I mon el. Mein Kind, mein Krieger des Lichts. In dein Herz ist das Licht zurückgekehrt. Die Fessel ist gelöst, du hast deine Prüfung tapfer bestanden. Doch du musst achtsam bleiben. Denn die Diener der Dunkelheit sind unheilvoll nahe. Dir ist das Licht aufs Neue geschenkt. Mein Segen ist wieder mit dir. Bring der Welt das Licht. Du hast also meine Klaue gelöst und Heidelins Segen wieder empfangen. Seit Beginn meiner Existenz habe ich noch niemals ein Wesen mit so starkem Herzen gesehen. All
Als ich auf dieser Welt zu neuem Leben erwachte, gelobte ich, Heidelin zu dienen. Nun will ich dir, ihrem Erwählten, beistehen. Deine Schlachten werde ich nicht schlagen, doch meine Flügel sollen deine sein. Lass uns fliegen und die Dunkelheit vertreiben. Habe ich ihn jetzt als Reittier? Du kannst nur auf Midgarsommer fliegen. Cool. Das hat mir die Questbelohnung nicht gespoilert, dass ich das bekomme. Cool. Ohohoho. Wir haben einen fetten Drachen und wir dürfen jetzt in die Mitte fliegen, da wo wir hin müssen. Uiuiui. Müssen wir eh noch nicht hin. Aber hier ist alles Level 60. Hier wären wir angegriffen worden, wenn wir das Level Up nicht gehabt hätten. Das Wegleitsystem hat schon auf dich gewartet. Himmelwärts, das letzte Quest Heavensward. Beep, willkommen auf dem Flaggschiff der Zentralinsel von Azesla. Beep, Achtung, unbefugter Zutritt registriert. Vor dem Fortsetzen der Route Eindringlinge eliminieren. Führe zum Ursprung des Alarmsignals. Badadam, 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 bam. Müssen wir hier unten jetzt rein oder müssen wir oben lang? Ich glaube, wir müssen hier unten rein, ne? Ne, wir müssen irgendwie nach oben, glaube ich. Aber ich muss mal ganz kurz dann schauen, dass ich hier Midgarsommer in meine Leiste ziehe. Da ist er. Damit ich ihn jetzt wenigstens rufen kann. Weil alles andere würde jetzt nicht passen, meiner Meinung nach. Piep, Auslöser des Alarms in unmittelbarer Nähe. Das sind Galliar, oder? Machen die denn hier? Ja, stimmt, ja, aber die waren ja schneller als wir. Stimmt, stimmt, okay. Das hat, wenn jetzt zumindest irgendwie alle Krieger des Papstes, das sind ja nur diese Drachentypis. Das sind ja ganz spezielle, die 12 Stück. Immer erst den Medikus töten. Eliminierung der Eindringlinge bestätigt. Entriegelte Zugang zum Eterochemischen Laborforschungslabor entriegelt. Log-Eintrag. Wegleitfunktion erfolgreich abgeschlossen. Funktionstauglichkeit bestätigt.
Piep, Abschaltung abgebrochen. Unbekannter Energiefluss im etherochemischen Forschungslabor registriert. Vom Betreten wird abgeraten. Ich wünsche in jedem Fall auch weiterhin einen angenehmen Aufenthalt. Piep, Wegleitung wird beendet. Auf Wiedersehen. Schön, dass das Ding unsere Sprache spricht. Genau. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt Leute finden, weil ihr könnt unten rechts schon sehen. Wir haben 1.31 Uhr. Ich bin gespannt, aber du stehst vor einem antiken Schaltpult. Allerdings weißt du nicht, wie man es bedienen kann. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Leute finden, aber ich kann es ja trotzdem versuchen. Und ich kann ja mal ganz kurz dann ein bisschen reden in der Zwischenzeit. Während wir suchen. Ich würde jetzt so 2-3 Minuten warten mit euch zusammen. Und wenn es nicht klappt, oder sagen wir so, wenn es nicht klappt, dann ist jetzt ein Schnitt und es geht los. Ah, jetzt geht's sofort. Guck mal an. So geht das, wenn man Healer dabei hat. Ach, der ist sogar... Nee, er ist als Healer dabei, glaube ich. So, für die Leute auf YouTube. Hier geht's jetzt weiter für euch. Ich habe ein bisschen Hilfe bekommen. So. So, ziehen wir noch mal ein bisschen mehr mit. Ich habe was Selfies. Wusste ich doch, dass das kommt. Das kann ich mal ein bisschen meine Urkraft aufladen an den hier. So, erster Boss. Oder? Nee, ist auch Eds. Ist doch Eds. Gut. Oder Trash. Können wir hier schon weiter? Nee, sieht nicht so aus. Sieht aus, als wären das die letzten Trash-Mobs vor dem Boss. Kraft ist schön aufgeladen. Da freut man sich doch. Meine Stiefel werden euch zermalmen! Barbaren! Ah, der Typ wieder.
entkommt niemand! Genug! In alle Winde! Im Namen des Kaisers! Den spießt dich um! So, der ist down. Ah, schön, schön. Bisher gefällt's mir gut. Also der Typ ist jetzt echt tot. Das ist schön, dass der Typ endlich weg ist. Der ist nämlich gerade eben so feige geflohen gewesen. Da bin ich ganz schön froh, wenn der weg ist. Yay. Ah. Vorgezüchtete Biomasse. Klingt ja sehr appetitlich. Muss ich ja gerade mal sagen. Ich glaube aber, die Gegner sind nicht so stark. Aber komm, ich hau die eben weg. So. Das meiste ist tot. Die halten dadurch viel aus. So. Eine Brutsphäre. Perfekt. Richtig gut. Ich mag es, wenn ich das Tank was zu tun habe und die ganze Akku ziehen muss von verschiedenen Gegnern, die überall rumstehen und so. Das macht Spaß. Auch nochmal so ein Ding. Okay, das wird spaßig. Bam 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 bam. Ist nicht schlimm. Ist eine kurze Pause. 2, 1 und... Er ist sogar noch gestorben. Guck mal einer an. Ja, hier kommen wieder Gegner links und rechts gleich, ne? Nicht? Okay. Aber hier kommt ein Boss, ne? Hier vorne.
Ah, das Ding kenne ich doch aus verschlungene Schatten. Lustig. Der macht auch ballistische Rakete. Das macht er, glaube ich, bei verschlungene Schatten auch. Interessant. Bald geschafft. So, fahren wir mal Aufzug, wa? Uiuiuiui. Natürlich. Der Aufzug wieder weiter. Das geht noch sehr weit. Nein, da ist das Ende, glaube ich. Nice. Das sind nämlich auch sehr an verschlungene Schatten hier. Uiuiui. Aber gut, das war ja auch alles allergisch bei den verschlungenen Schatten. Von daher ist das schon sinnvoll. Hier sind Klone jetzt, okay? Krass. Ich bin gespannt, was das alles so von der Lore und so zu bedeuten hat. Na gut, dass die Klone haben, ist ja klar. Also sind jetzt Alager dann, ne? Wenn das Klone sind. Naja, das glaube, das sind Alager. Geklonte Alager. Also existieren die ja quasi als Klone hier immer noch weiter. Also, interessant. Na, hier kommen zwei fette Viecher raus, da bin ich mir aber sowas von sicher. Ich tank die mal hier ganz kurz gegen die Wand. So. So. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Jetzt fahren wir hier horizontal, oder? Nee, ich dachte schon. Na gut, dann fahren wir vertikal runter. Hoffentlich zum nächsten Bosskampf. Ah, ich glaube, es kommen noch ein paar Trash-Mobs. Ein bisschen was werden wir hier noch erledigen müssen. Ja, drei Stück sogar. Die drei dachte ich jetzt eigentlich nicht, aber dann kommen noch drei gleich aus den Tanks raus, definitiv. Habe ich gerade versteinert. Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben uns alle versteinert, glaube ich. Hä? Lol.
Okay. Ich bin gespannt, wie lange das noch ist. Was kommt da noch? Die Achterprüfung am Ende, ne? Aber sieht sehr cool aus hier drin. Sagt mir sehr zu hier. Boss? Ich glaube, das da vorne ist eine Boss-Arena, oder? Ich glaube schon. Mal gucken, wo der jetzt auch hinkommt. Ja, das war's. Ashiens. Eidolins Lakai. Sag, warum verabscheut ihr die Primae so? Sie sind nur die Verkörperung sterblicher Sehnsüchte. Offenbar wollt ihr einander hassen. Und das sollt ihr auch. Denn aus dem Chaos, das die endlosen Kämpfe entfachen, wird Zodiac auferstehen. Mit jeder Nova kommt das Universum seinem Urbild näher. Sind alle Welten vereint, beginnt die Schöpfung erneut. Für Zodiac. Du warst ihm lange genug ein Hemmnis, Lichtkrieger. Okay, let's go. Dunkelheit wird das Licht verschlingen. Ah, Lahabrea ist das der zweite gewesen, okay. Den kennen wir ja, den alten Lahabrea. Aus Versehen gedrückt. Das war nicht so klug. Komm her, mein Freund. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Mich nicht in die Knie zwingen. Lahabrea, es ist Zeit. Vereinen die sich jetzt so ein wie bei Dragon Ball? Gut. Lass uns den Sterblichen zeigen, was die Kraft des Transzendierens vermag. Oder war das bei... Die Grenzen der Seele sind nicht mehr von Belang. Fusion.
Mann, bist du hässlich. Das wird nicht geschehen, mein Guter. Die Musik! Es ist so gut! Diese Musik! Ich liebe alles heran. Alter, diese Effekte. Es geht so ab hier. Prim Ashian, also. Das hat das auch wieder was mit Prima E zu tun, ne? Oder ist das einfach Prim Prime und das ist halt im Deutschen dann Prim? Das ist wieder alles eisig, ne? Nicht? Aber wir sind alle mega lahm. Und ganz klein. Bam, 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 badam. Ah, ich muss da reingehen. Ah. Jetzt verstehe ich das, aber ich bin zu spät, glaube ich, drin gewesen, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir die Orbs von den anderen wegnehmen. Aber ich sollte mich möglichst wenig bewegen. Ah gut, wir haben es geschafft. Bam, 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 bam. Und wieder Orbs. Ich kann den einen wegnehmen hier. Solange mir einer einen wegnimmt. Mein. Perfekt. Das Ding gibt einen Debuff, habe ich gelesen. Das war das, was ich mit den Orbs meinte. Warum ich das nicht solo machen kann. So. Mach noch Ehrung. Goldjunge. Was sagt jemand Deutsches, glaube ich. Das zusätzliche Chancepunkte erhalten. Ah, das Abenteuerbuch. Cool. Dass er Heidelins Kraft wiedererlangen würde, war ja vorherzusehen. Aber dass er uns an der Entfaltung unserer Gabe hindern würde. Lass uns gehen, Lahabrea. Er hat nicht das Mittel, uns zu vernichten. Ah!
wollte gerade sagen, ich habe das Mittel. Willst du dein Glück versuchen? Tja, zu schade, dass es damit nun vorbei ist. Selbst der Krieger des Lichts, mit Heidelins Kraft gesegnet, kann einen Aschier nur mit äußerster Mühe vernichten. Langer Zeit zwangen König Tordan und seine Ritter den hohen Drachen Nidhogg in die Knie. Sie verloren viel, aber erlangten weit mehr. Sie raubten ihm beide Augen, die Kurie seit damals sicher verwahrt. Du besitzt das linke Auge des Drachen, das den Azur-Drachenreitern seit jeher ihre Kraft verleiht. Doch, wo meinst du, ist das Rechte? Es ist hier, fest mit dem Körper Haldrads verschmolzen. Dem ersten Azur-Drachenreiter. Das Auge verlieh ihm seine Kraft, doch am Ende wurde er von ihm verschlungen. Das Leben ist lange aus seinem Körper gewichen, und doch verfällt die Leiche nicht. Lahabrea, mein Freund, ihr Aschens, Boten eures dunklen Gottes, ihr seht eine böse Saat. Das Verlangen nach Rache gebt ihr uns ein, und lehrt uns die Götterbeschwörung. Ihr meint, alles arbeitet für euch auf euer großes Ziel zu, aber da seid ihr im Irrtum. Du niederträchtiger Heuchler! Der legendäre König Tordan, in mir zum Gott erhöht. Ein ewiger, unsterblicher Gott, erfleht von Gebeten, die zahllose Seelen über tausend Jahre in Verzweiflung sprachen, gewährt vom gewaltigen Äther, der sich in Nidhoggs Augen konzentriert. Ewiger,
Gott. Du hast uns unterschätzt, Ashlyn. Okay, der Typ ist mächtig. Äther! Alles kehrt zu dieser Reinform aller Substanz zurück. Selbst eine Ashlyn-Seele. Ashlyns Drachen, Götzen! Alles, was die Flamme des Krieges schürt, alles, was Zwietracht sät, wird durch meine heilige Klinge zerspalten! Endlich wird diese Welt Frieden finden. Komm, Lichtkrieger! Ich bin zu einem der Wesen geworden, die du so sehr verabscheust! Wenn du deinem Hass Luft machen willst, so ergreif diese Gelegenheit. Geht's direkt los. Ich mach direkt wieder die Gruppensuche auf. Eieieiei. Hoffentlich geht das jetzt relativ fix, aber es sind halt 8 Spieler, ne? Das ist das Problem. Schauen wir mal. Ich schneide das ja dann alles. Okay. Dann geht's los. Na klar. Versuch dein Glück, Krieger des Lichts. Doch gegen den ewigen Gott wirst du nicht bestehen. Ich dulde weder Diener des Lichts noch der Dunkelheit. Nur ich allein bringe dem Volk den Segen. Mir werden ihre Seelen folgen. Mein Wort wird sie leiten. Was hast du meinem göttlichen Plan entgegenzusetzen? Wahrheit um der Wahrheit willen? Endlose Opfer von höchst zweifelhaftem Wert? Ha! Doch wenn du an deine Sache glaubst, dann verteidige sie mit deinem eigenen Leben! Mit deinem eigenen Leben. Werde ich tun. Keine Sorge. Ich muss nochmal eine Tankstance reinmachen.
reingehen oder so? Keine Ahnung. Nee. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt angreifen kann. Jetzt. Uiuiuiui. Goodbye, Tordau. Nice. Der Welt den Frieden verweigern, um deiner Wahrheit willen? Soll das Leben Tausender durch dein Ethos der Ehrlichkeit zerstört werden? Was bist du für ein Narr? Yay! So. Hi, Leonie. Kitty Cat. Oder CW, wie du heißt bei mir im Chat. Dann ist das Ende also gekommen. Leider nicht durch meine Hand. Meine Leihgabe. Schön, dass sie dir von Nutzen war.
Das zweite Auge. Endlich sind sie beide in meiner Hand. Nun muss ich nur noch dafür sorgen, dass weder Ishgarder noch Drachen sie jemals wiederfinden. Chef, sieh mal da! Hey! Hierher! Er macht's aber auch jedes Mal spannend. Also geschafft. Daran haben wir doch nie gezweifelt, oder? Lasst uns nach Ishgard zurückkehren. Alle warten auf die triumphale Rückkehr unseres Helden. Estinien. Dass ich mit dem Drachen nach Ishgard reite. Balls of Steel. Du bist wohl der allererste, der jemals auf dem Rücken eines Drachen in unsere Stadt zurückgekehrt ist.
Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Es ist geschafft. Wir haben Papst Tordan aufgehalten. Der Krieger des Lichts, um genau zu sein. Noch ist nicht alles vorbei, Kinder Ishgards. Mit wem haben wir die Ehre? Ich bin Midgard Zormer, der erste Drache. Ich habe Heidelins Krieger begleitet und seine Taten im Kampf zwischen unseren Völkern beobachtet. Sagt mir, Kinder Tordans, wollt ihr den Frieden mit den Drachen? Mein Volk hat unbeschreibliche Verbrechen gegen das Eure begangen und gegen unser eigenes. Ich wünschte, ich könnte all dies ungeschehen machen. Wer hat denn hier gerade Zwiebeln geschnitten? Es fällt schwer, solch abscheuliche Taten zu vergessen. Und so denke ich, dass wir uns alle erinnern müssen. Ich habe das Lügengebäude zerstört, das meine Ahnen für unser Volk errichteten. Nidhogg, der den Feldzug für die Euren führte, ist gefallen. Wir haben viele Opfer zu beklagen, doch ich bin überzeugt davon, dass wir alle in diesem Land in Frieden zusammenleben können. Ishgarder wie Drachen. Ich werde deine Worte nicht vergessen. Aber bedenke, dass Nidhoggs Seele noch fortlebt. Euer Azur-Drachenreiter ist gefallen. Nidhoggs rachsüchtiger Geist ist in ihm. Er ist nun der Drache. Estinien? Nidhogg wird die Seinen bald wieder rufen und sie werden ihm folgen. Der Krieg ist noch nicht vorüber. Eure wahre Prüfung steht erst bevor. Ich werde nicht aufgeben. Noch wird mein Volk das tun. Für all jene, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft starben und um unserer Freunde Seelen willen, werden wir den Frieden erreichen. Ein tausendjähriger Krieg findet kein so schnelles Ende. Sieh zu, dass deine Überzeugung Generation um Generation weitergegeben wird. Dann wird am Horizont eine Zukunft erscheinen, die von Licht und Harmonie erfüllt ist. Ach Mai, war das schön. Irgendwer hat hier Zwiebeln geschnitten gerade eben. Ich weiß nicht, wer das war. Die unterzeichnen gerade die Eoseische Allianz, ne, oder? Großmeister Emmerich, der Kommandant der Tempelritter, hat die Urkunde im Namen Ishgards gezeichnet. Hiermit verkünde ich, dass Ishgard mit dem heutigen Tage erneut als Mitglied in die Eoseische Allianz aufgenommen ist. Lasst unsere Völker vereint voranschreiten und dem Galäischen Reich mutig die Stirn bieten.
Für die Zukunft Eorzeas! Für die Zukunft Eorzeas! Aber mein Problem bleibt ja bestehen. Was ist mit Minfilia? Was ist mit Tancred? Was ist mit Ida? Was ist mit Papalimo? Vielleicht erfahren wir ja jetzt noch was. Oder nach den Credits. Oder jetzt. Irgendein Hinweis. Irgendwas. Oh. Da bist du ja. Orchefons Grab. Oder? Für unseren Freund, nicht wahr? Ich bin sicher, dass Orchefon von hier aus immer über Ishgard wachen wird. Es war eine unendlich lange Reise, voller Strapazen und tragischer Verluste. Aber komme, was da wolle, wir werden auf keinen Fall stehen bleiben. Ja, genau. Schließlich müssen wir alle zusammen den Bund der Morgenröte wieder aufbauen. Und dazu brauchen wir Geld. Viel Geld. Und so geht ein bedeutendes Kapitel zu Ende. Ishgard aber erwartet eine Zeit großer Umbrüche. Die Abkehr vom Papsttum nach 1000 Jahren kirchlicher Herrschaft stellt das Volk vor eine schwere Aufgabe. Auch die Fehde mit den Drachen ist noch lange nicht beigelegt, denn Nidhoggs Hass brennt weiter, ungestillt. Und dennoch. Solange der junge Großmeister der Tempelritter und seine loyalen Vertrauten das Volk führen, besteht Hoffnung. Hoffnung, dass eines Tages der Friede wieder Einzug halten wird und Drachen und Ishgarder in Harmonie zusammenleben. Wir müssen diese Zukunft herbeiführen. Eine neue Ära, die uns immer weiter streben lässt. Himmelwärts. Heavensward. Okay, jetzt darf ich reden. ja, meine Probleme kennt ihr bisher. Dass die Dringlichkeit, Minfilia und die anderen zu finden, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil natürlich eine andere Geschichte erzählt werden wollte. Was so ein bisschen für mich, zumindest für meinen Charakter und so wie ich ihn spiele oder so wie ich meinen Charakter empfinde, schrecklich war, weil... Diese Ungewissheit, ich mag die Charaktere, die ich in Abrams Reborn kennengelernt habe, sehr und frage mich halt, was mit dem geschehen ist und
wie das am Ende alles erklärt wird. Mit Yshtola hat das ja einigermaßen gut geklappt mit der Erklärung wegen der Ätherbahn und sowas. Keine Ahnung, vielleicht stecken die anderen auch alle da drin fest. Keine Ahnung. Der Papst scheint sie nicht zu haben, die Galear scheint sie nicht zu haben, die Ashians, ich hab keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob wir das in den Patches jetzt noch erfahren oder ob wir das erst im nächsten Addon erfahren und wie lange sich das noch hinzieht und was die große Offenbarung dann am Ende ist. Ich bin gespannt. Wir haben sehr viele Charaktere verloren, was ich nicht gedacht hätte. Wir haben auch Chiffon verloren, wir haben hier Iceherz verloren, Izael haben wir verloren halt. Wir haben jetzt auch Estinien verloren. Also bei Estinien habe ich es mir fast gedacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, was da passiert. Also ich hätte gedacht, er würde einfach einen heldenhaften Tod sterben oder so. So wie Enchafon es auch hat. Das mit Iceherz war halt auch schon echt, das hat echt schon, das war schon echt bewegend ein bisschen. Und das ganze Ende war natürlich wieder wunderbar inszeniert. Das können sie einfach. Der Payoff ist da für die ganze Zeit, die ich investiert habe in die Story. Und auch in die neuen Charaktere investiert habe. Auch die emotionale Investition, die ich getätigt habe, hat sich dann am Ende ausgezahlt. Ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge, wie gesagt, Detailsachen, wie das irgendwie so sehr in den Hintergrund gerückt ist, was mit dem Bund der Morgenröte jetzt los ist und was mit den Mitgliedern des Bundes der Morgenröte los ist. Das ist irgendwie so gefühlt extrem in den Hintergrund geraten. Vor allem lange, lange Strecken lang. Ich verstehe warum, weil man natürlich auch als Spieler da auch was Neues sehen will. Damals, als das rauskam, da wollte man dann ja auch was Neues sehen. Man wollte ja Ishgard sehen, man wollte die Geschichte mit den Drachen erleben und sowas. Und wenn man das damals gespielt hat, ist es, glaube ich, dann auch einfach, ist das dringlichere Ding vielleicht gewesen, im Moment einfach mal was Neues zu haben. Was ich jetzt nicht unbedingt habe, also ich fand es cool, dass ich was Neues entdeckt habe, neue Welten entdeckt habe, die übrigens auch alle samt sehr hübsch sind, wobei sie auch hier und da vielleicht ein bisschen, ich hatte das bei dieser einen Textur ja schon gesagt, ne? Also ein paar Details fehlen mir da noch ein bisschen in der Welt. Die sind jetzt sehr groß, aber auch nicht ganz so detailverliebt, wie es die Welten aus A Realms Reborn waren. Also ich finde, A Realms Reborn hat deutlich mehr Details in der Welt. Hier ist es jetzt einfach nur größer und mehr, aber nicht unbedingt mehr Details oder nicht mal so viele Details wie bei A Realms Reborn. Synchronisation ist besser geworden, das ist mir aufgefallen. Auch die deutsche Synchro ist besser geworden, auch wenn sie immer noch nicht wirklich auf einer Stufe mit den besten deutschen Synchros von Videospielen ist oder sowas. Sie ist da noch leider weit von entfernt, aber ich habe ja Hoffnung, dass es noch besser wird als das. Aber es reicht. Also es reicht, um mitzufühlen, es reicht, um alles zu verstehen. Und viele der Charaktere haben tolle Stimmen. Nur manche sind so ein bisschen Ausreißer. Und ich bin mega gespannt, wie die Geschichte jetzt weitergeht auf jeden Fall. Ich bin hooked wieder. Ich bin, wie damals bei Ramsay Bourne war ich ja auch schon hooked. Ich will wissen, wie dieses Ding dann zu Ende geht. Mit Endwalker dann. irgendwann. Also als nächstes machen wir ja erstmal Shadowbringers war das nächste, ne? Und dann Stormblood. Wenn ich das richtig... Oder war es andersrum? Ach, ich muss nachgucken. Ich glaube, es war andersrum. Moment. Ich kann es gleich sagen. Stormblood ist zuerst und dann kommt Shadowbringers, genau. So, was ja auch Sinn macht. Weil dann Shadowbringers klingt schon nach Ashians und so. Und es geht dann zum Ende hin und alles. Und wir haben Lahabrea getötet, ne? Also nicht wir haben Lahabrea getötet, sondern Tordan hat ihn getötet. Oder ich weiß nicht, ist er tot? Ist er tot? Wir wissen es nicht unbedingt. Und die andere Ashian, die auch nur in dieser Story etabliert wurde, ist auch tot, vermutlich. Deren Namen ich jetzt vergessen habe. Es tut mir leid. Namen, es gibt so viele Namen im Spiel. Und dann auch noch so viele komische Namen. Aber die komischen Namen merkt man sich oft irgendwie auch ein bisschen besser. Weil man da öfter drüber holpert beim Vorlesen. Ja, ich hoffe es doch, dass die Patches mir gefallen werden. Vor allem wird es halt nur Dungeons geben und eine Prüfung, eine große. Das heißt, die Spieler zu finden wird nicht so schwer. Und ich habe auch gesehen, es sind nicht so viele Quests. Das heißt, es ist nicht so, es fühlt sich dann vermutlich nicht mehr so gestreckt an, sondern es ist halt wirklich Schlag auf Schlag, Geschichte, Geschichte, Geschichte. Und da freue ich mich mega drauf. Ich freue mich auch mega auf die Raids. Extrem. Ich freue mich auf die Raids, auf die Dungeons, auf die schweren Versionen der Dungeons, wenn es ja auch wieder schwere Versionen gibt. Ich freue mich auch, was ich schon gesehen habe, Pharos Sirius auf schwer, freue ich mich auch drauf. Ich mochte Pharos Sirius ganz gerne. Ich bin sehr gespannt, was da noch so alles an Dungeons und Instanzen und allem möglichen dazukommt. Ich bin auch gespannt mit dem Handwerk, habe ich noch gar nicht angefangen, was in Heavensward so ein Handwerk ist. Ich habe nur so 4-5 Ader mal abgebaut als Gärtner, das war's. Ich habe einmal ein Sammelstück geholt. Das war alles, was ich bisher gemacht habe mit dem Handwerk. Weil ich war einfach sehr müde vom Handwerk. Dazu kann ich also noch keine Meinung abgeben, wie das Handwerk sich jetzt so entwickelt hat. Da werde ich aber noch eine Meinung irgendwann zu abgeben können.
Ich bin gespannt, was das mit diesem Abenteuerbuch, wie das sich so spielt und mit diesen anderen Sammelgegenständen, die man da jetzt abgeben kann in der... Ach, wie hieß der Ort nochmal? Ihr wisst, der Ort im Hinterland, im Dravianischen Hinterland, Dravanischen. Da war ja diese eine Stadt. Da kann man ja jetzt dieses Abenteuerbuch machen und diese Sammlerstücke, diese bestimmten, die man sammeln muss und so. Da werde ich mich auch mal ein bisschen reinfuchsen. Wir werden natürlich die wilden Stämme aus der Ramsey Bowl noch fertig machen. Und wir werden natürlich die wilden Stämme dann auch aus Heavensward noch fertig machen, bevor wir dann überhaupt ins nächste Addon gehen. Ne? Wobei, nicht unbedingt die wilden Stämme werden wir nicht unbedingt fertig machen, bevor wir ins nächste Addon gehen, aber zumindest schon mal sehr weit voranschreiten lassen, damit sich das bald auflöst. Das heißt, wir werden auch gar nicht mehr so viel Final Fantasy streamen die nächste Zeit. Weil ich sehr viel selber farmen werde und Sachen machen werde und tun werde. Die ganzen Dungeons, ganzen Raids etc. werden wir natürlich alle noch streamen und aufnehmen. Ich bin gespannt, ob der Charakter hier sterben wird. Der Charakter ist so liebenswürdig, der ist so sympathisch und toll. Das ist so eine easy Möglichkeit, den Spieler zum Heulen zu bringen, diesen Charakter irgendwann sterben zu lassen. Am besten auf eine richtig grausame Art und Weise, so ein bisschen wie bei, Nier Replicant. Wo die Geschichte von Kainia ist und mit ihrer Großmutter und diesem Monster, wo du nur den Text liest und das ist so herzzerreißend, diese Geschichte, das tut so weh, das vorzulesen dann auch. Und wie abartig böse dieses Monster ist bei Nier Replicant, das ist so... Eieiei. Das hat mich damals echt, als ich das gespielt habe, ziemlich mitgenommen. Das war übrigens das erste Let's Play, was ich nach meiner Kanallöschung von früher, wo ich mit YouTube und allem aufgehört habe, wieder angefangen habe, war das erste Let's Play, was ich dann auch wieder auf YouTube hochgeladen habe. Wenn ihr den Unterschied mal sehen wollt zu heute, wie ich heute spreche in den Let's Plays und Streams und sowas und wie ich damals noch gesprochen habe, wie frei das war oder wie sehr ich gestottert habe und wie gut ich vorlesen konnte und so weiter und so fort, dann könnt ihr da mal nachschauen. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, aber das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr interessant, wie unterschiedlich jeder Spieler das Spiel angeht. Habe zu Beginn nur MSQ gemacht und mal Dunkelritter gelevelt. Ja, ich level auch erstmal nur eine Klasse. Ich werde jetzt eine Klasse bis Endwalker spielen und dann versuche ich alle Jobs noch auf Stufe 90 zu kriegen, bevor ich Endwalker dann beende. Und das wird ein bisschen dauern. Ich habe auch die Reliktwaffe ja schon gemacht, die Zodiac-Reliktwaffe. Die habe ich ja zum Beispiel auch ohne Stream und ohne Aufnahme gemacht. Die habe ich ganz alleine gefarmt. Ihr musstet also nicht den ganzen Grind mitbekommen. Und das war halt wirklich viel Grind. Ich kann das mal ganz kurz erklären für die Leute auf YouTube dann, weil die den Grind gar nicht kennen. Das fängt ja erstmal an damit, dass du diese Bravura, die erste Stufe und sowas machst und so. Da musst du halt irgendwie Fates erledigen und dabei kriegst du dann so Atmas, sammelst du. Und du musst 12 Stück davon sammeln. In verschiedenen Regionen musst du halt ein paar Fates erledigen und dann kriegst du diese Atmas. Und da denkt man sich, ja, der Grind scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Dann fängt es aber an, dass man die Bücher machen muss danach. Nee, die Chimera muss man und sowas muss man noch legen, aber das ist easy, solo. Also wenn du hochgelevelt bist, ist das sehr easy. Aber dann kommen halt diese Tafeln. Und die Tafeln sind richtig, richtig wild. Es gibt 9 Stück. Auf jeder Tafel gibt es 10 Gegner, die du töten musst. Also 10 verschiedene Gegnertypen. 3-mal musst du die jeweils töten. Dann gibt es 3 Fates, 3 bestimmte Fates, die du machen musst. Und es gibt 3 Freibriefe, die du machen musst. Und du musst 3 Dungeons durchspielen. Also 19 Aufgaben pro Tafel. Aber du kannst nur eine Tafel auf einmal aufnehmen. Und was so unglaublich nervig an diesem Grind ist... Jede Tafel hat quasi die gleichen Gegner, nur einen anderen, also, ne, es ist immer irgendwelche Galeanen in ihrer Festung, aber immer so ein anderer Typ davon. Das heißt, du fliegst die ganze Zeit die gleichen Orte immer und immer wieder ab und dann passiert es manchmal, dass der Freibrief, den du machen musst, dass der gerade nicht zur Verfügung ist. Da musst du erstmal einen anderen machen, damit der dann wieder verfügbar wird in der Rotation. Und die Fates, die sind ganz, ganz schlimm. Manchmal musst du echt eine halbe Stunde warten, bis der Fate kommt, aber was ganz gut ist, du setzt dich einfach in die Region, machst einen Dungeon, wenn der Fate nicht da ist und wenn du wieder aus dem Dungeon rauskommst, ist der Fate vielleicht da. Manchmal hat das funktioniert, manchmal nicht. Aber das hat halt locker pro Tafel, wenn du es optimal gespielt hast, was ich zum Ende hin schon gut geschafft habe. Also alles miteinander zu verweben und zu verbinden und Leerlauf möglichst zu vermeiden, brauchst du ungefähr 1 Stunde bis 1 Stunde 10 pro Tafel. Und das sind halt 9 Tafeln, also brauchst du um den Dreh 10 Stunden bis 11 Stunden für alle Tafeln. Allein nur dafür, purer Grind. Konzentrierter, purer Grind. Du kannst dich mal eben 5 Minuten Pause machen, dann sind 5 Minuten länger. weil die Fates werden die auch weggeschnappt von anderen, ne? Weil die machen ja auch ihre Reliktwaffe noch. Manche Leute holen sie halt jetzt nach. Das heißt, die Fates werden dir teilweise auch weggeschnappt dann, wenn du zu lange wartest. Und danach fängt es ja noch an. Also man dachte dann ja, das ist ja dann das große Ding. Aber nee. Danach bin ich, wie oft bin ich Goldklamm gelaufen? Meine Gilde weiß das. 40 Mal?
etwas über 40 Mal bin ich durch Goldklamm gelaufen, Solo. Über 40 Mal, weil man muss dann das Licht in seiner Waffe stärken. Und man kriegt pro Run in Goldklamm, kriegt man, glaube ich, 48 Licht in seine Waffe. Und man braucht insgesamt 2000. So, und das, da muss ich immer und immer wieder Goldklamm laufen. Da denkt man, oh, jetzt ist es endlich vorbei. Nein, danach kriegst du 12 Mahatmas und die musst du auch wieder füllen. Mit insgesamt, ich glaube, 80 Licht pro Mahatma und 48 kriegst du dann wieder für Goldklamm oder für Toten Akatamtara. Ich habe dann Speedruns gemacht sozusagen von Toten Akatamtara und habe geschafft, meine Zeit war, glaube ich, mein bester war irgendwas mit 3 Minuten 8 oder so. Das war meine Bestzeit in Toten Akatamtara. Also ich habe dann Speedruns gemacht. Und da musste ich dann auch nochmal 24 Mal rein und dann habe ich die Waffe endlich bekommen. Ich glaube, ich habe noch einen Grind vergessen. Ach, ich habe den Materia-Grind vergessen. Da gibt es noch einen anderen Grind, da musst du 75 Alexandrit besorgen. Die kriegst du aber nur für 50 Jagdabzeichen, kriegst du ein. Dann habe ich erstmal meine ganzen 1000 Jagdabzeichen investiert, um mir 20 Stück zu holen. Und dann kannst du in Mordona kannst du Schatzkarten holen. Für, ich glaube, 55 allergische Steine der Poesie kriegst du eine Schatzkarte und du kannst dann halt drei quasi mit dem Trick in dein Inventar packen. Du entzifferst eine, legst eine in die Satteltasche und eins ins Inventar und für jede dieser Karten bekommst du 5 Alexandrit. So, wenn du 75 Alexandrit hast, dann brauchst du noch über 75 Materie, die du in einer Rolle einsetzt und die du dann später auf die Waffe drauf machst. Also 75 Materie der Stufe 1, also du musst erstmal 10 Stück der Stufe 1, glaube ich, reinpacken, dann ziehen der 2 und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Erfolg hat, sinkt dann halt auch wieder, wie bei Waffen mit der Zeit. Also es ist extrem viel Ressourcen. Und dann kommt noch was. Ich habe noch einen Grind vergessen. Du musst noch Items craften, du musst seltene Items sammeln und du musst dann noch Items craften. Und es kommt doch was, noch was ist dabei. Du musst in 10 verschiedene Dungeons noch gehen. Ihr seht, der Grind ist gewaltig groß. Das ist ein riesiger Grind. Also, das waren bestimmt 30, 40 Stunden. Und ich möchte diesen Grind übrigens für alle Klassen machen. Irgendwann. 100%, ich hab's gesagt. Ich strebe 100% an. Ich möchte, ne? Das heißt nicht, dass ich's mache, aber, ich sag mal, das wäre dann der Plan auf lange Sicht hin. Ich habe auch schon gehört, der Ramsay Born ist am schwersten die Reliktwaffe. Ich spiele jetzt übrigens seit über 600 Stunden, glaube ich, mittlerweile, würde ich fast sagen. Das könnte gut hinkommen. Das ist schon echt cool. Das Spiel ist echt cool. Das Bild im Hintergrund, ist das eine Faneinsendung? Aber das sieht nicht so aus wie Concept Art. Das würde mich gerade interessieren. Ist das jetzt irgendwie so ein Fan-Contest-Gewinner-Bild oder so? Weil das halt mit so Buntstiften so gezeichnet ist, oder? Weil normalerweise machst du Concept Art halt nicht mit der Hand, sondern mit digital. Und die meisten Bilder, die man hier auch im Ladebildschirm sieht, sind immer digitale Bilder. Und nicht so per Hand gezeichnet. Bist du sicher, dass es Concept Art ist? Weil ich kenne das halt von Ori, da haben sie ja auch so ein Concept Art Gewinner, also nicht Concept, Fan Art Gewinner, in die Credits gepackt. Ich finde es leider gerade nicht so schnell raus. Aber dann würden sie es ja hinschreiben, oder? Dann würden sie ja den Namen da hinschreiben von der Person. Oder? Ja, schon. Weil sonst bringt es ja nichts, nur wenn du in den Credits einfach dann auftauchst als Bild, ohne den Namen dabei. Aber krass, da machen die auch per Hand zeichnen die Sachen, die verrückten Japaner. Vielleicht sind deswegen deren Spiele derzeit besser. Derzeit. Weil, schau dir mal den Spielemarkt derzeit an. Also westliche Spiele sind ziemlich am Abstinken. Und das hier ist einfach, also, ich hätte nicht gedacht, ich habe, wie gesagt, nie in Final Fantasy vorher gespielt. Ich habe vorher nur Lotro als MMO gespielt. Dark Age of Camelot habe ich früher, ganz früher mal gespielt. Ich habe auch mal sowas wie Ragnarok Online und Metin habe ich gespielt. Aber das waren halt nie so ernsthafte, ne? Das habe ich nie ernsthaft gespielt.
Und daher habe ich für mich auch, dadurch habe ich so ein bisschen gelernt, dass ich MMOs nicht mag. Weil das einfach immer zu, der Grind war jetzt auch schlimm bei der Zodiac-Waffe, aber es war immer sehr grindy, es war immer sehr gleich, sehr samey und nicht so wirklich erfüllend. Also, weil ich mag ja Story-Spiele sehr gerne. Da ist hier Final Fantasy ganz anders tatsächlich, weil das Spiel ist sehr erfüllend für mich, obwohl es ein MMO ist. Aber ich weiß, dass es ein besonderes MMO ist, das heißt, ich bin immer noch kein MMO-Fan. Ich werde jetzt immer noch kein großer MMO-RPG-Fan. Aber ich bin ein großer Final Fantasy-MMO-Fan. Ich bin auch gespannt, wenn dann irgendwann in 10 Jahren das Spiel durch ist und dann irgendwann seine Tore schließt irgendwann. Und das nächste dann irgendwann kommt, das nächste Final Fantasy MMO, was das wird, da bin ich auch sehr gespannt. Und da gibt es ja eine neue Welt, neue Geschichte und neue Charaktere und alles neu. Da bin ich auch mal gespannt, aber das wird ja noch ein bisschen dauern. Wir haben ja von Yoshida, haben wir ja gehört, dass, also von Yoshi P, dass die für die nächsten 10 Jahre bereits planen. Also, die legen auch gerade wieder eine große neue Story an für die nächsten 10 Jahre. Die machen jetzt ein fettes Grafik-Upgrade und so weiter und so fort, ne? Also da wird noch einiges auf uns zukommen und ich hoffe, dass ich Endwalker zumindest erreiche, bis das nächste Addon kommt. Nee, WoW habe ich damals gespielt, als es rauskam, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich erinnere mich, dass ich nur so weit gekommen bin, dass ich Kupfererzader und sowas abbauen konnte im Handwerk und ich habe es nach wenigen Stunden aufgehört. Es war einfach überhaupt nichts für mich, gar nichts. Dabei loben alle im heute WoW Classic, aber das war einfach nichts für mich damals. Nee. Auch Lotro, das habe ich halt nur gespielt, weil es Herr der Ringe ist und weil ich Mittelerde liebe. Und es liebe, dass du in Herr der Ringe Online kannst du halt Mittelerde bereisen. Und das ist halt super geil. Ich bin ein riesiger Tolkien-Fan. Aber jetzt bin ich auch ein riesiger Final Fantasy XIV-Fan. So kann es gehen, ne? Ist schon echt. Die Musik ist auch krass in diesem Spiel. Das muss man auch mal sagen. Das muss man auch einfach mal erwähnen. Da sehen wir ja gerade hier auch Additional Composer, Violine, bla bla. Die Musik in diesem Spiel ist echt nicht immer on point, weil die halt oft auch generische Musik verwenden. Also die haben halt ihre 5-6 Tracks für mysteriöse Sachen, für irgendwas mit bunter Mürgenrote etc. Aber wenn sie dann inszenieren, wenn sie dann anfangen, eine Cutscene zu bauen und Musik einzubauen, oder wenn sie dann Bosskämpfe haben wie Shiva, ne, da zeigen sie dann, was sie können, ne, was sie inszenatorisch auch können. Ich wünschte mir nur, tatsächlich, das wünschte ich mir, dass das Spiel mehr so wäre wie der Shiva-Kampf oder das Finale gerade, dass noch mehr im Spiel so wäre. So auf so einem hohen Niveau. Aber gut, ne, das ist dann halt eben, ich wünsche mir halt dann einfach das perfekte Spiel im Endeffekt. Und das perfekte Spiel wird es nie geben und es wäre auch viel zu viel Entwicklungsaufwand. Ich wünschte mir auch, dass alles synchronisiert wäre, jede einzelne Zeile, damit ich nicht mehr synchronisieren muss. Und also Dinge, aber das sind halt wieder, das sind hohe Wünsche. Wünsche, die ich auch nicht erwarte, dass sie hier erfüllt werden würden. Aber wäre halt schön, ne? Ist das halt so ein wäre schön, wenn. Nee, ich bin sehr zufrieden und ich werde das Spiel auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen. Und das Lustige ist, ich habe damals angefangen zu spielen, für die Leute, die es nicht wissen, oder die es mittlerweile vergessen haben auf YouTube dann, weil da habe ich es auch schon mal in den ersten Parts erzählt. Ich habe mir das Spiel nicht mal Angebot geholt, sondern ich habe mir direkt wirklich die 100€ Collector's Edition, Complete Collector's Edition gekauft. Aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich würde das Spiel nach 2 Stunden eh abbrechen, wenn ich jetzt nur die Trial beginne, weil ich, kostet mich ja nichts. Kostet mich ja nichts, dann breche ich 2 Stunden ab. Und ich glaube, ich hätte es auch getan. Wenn ich nur die Trial gespielt hätte einmal im Stream und das aufgenommen hätte, hätte ich es vermutlich nie hochgeladen. Ich hätte es vermutlich nie weitergespielt, weil der Anfang war echt sehr zäh. Aber da ich dieses Investment hatte von 100€, habe ich mich halt entschlossen, da schon mal 20, 30 Stunden zu investieren. Und dann fing es auch irgendwann an mit dem Bund der Morgenröte etc., dass es Fahrt aufnahm. Und ich mochte das mit dem Bund der Morgenröte so sehr, dass ich ja jetzt auch gerade so angepisst bin, dass wir nicht wissen, was mit Winfilia ist, was mit Ida ist. Papa Limo, Mann! Mit Tankred. Auch wenn ich Tankred jetzt nie so besonders mochte, aber jetzt vermisse ich ihn halt schon. Jetzt, wo er nicht mehr da ist. Also, jetzt will ich ja schon wissen, wo es ist. Also, wo er ist. Yugiri haben wir auch wieder getroffen. Die ist ja noch fit, die Ninjas. Ja. Und das mit der Synchro habe ich schon gehört, dass es von Erweiterung zu Erweiterung immer mehr wird. Ich hoffe, es wird auch immer besser, weil hier war auch eine deutliche Besserung zu vernehmen. Jetzt kommt noch was, glaube ich.
Lahabrea und Igiorm sind gefallen. Übertölpelt von einer Handvoll Sterblicher. Und die achte Nova, die sie auslösen wollten, ist nicht eingetreten. Aber ich sollte nicht spotten. Letztlich fällt ihr Versagen auf uns alle zurück. Wenn das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit noch weiter verschoben wird, ist unsere Mission ernsthaft gefährdet. Der Krieger des Lichts besitzt zu viel Kraft. Er nähert sich dem Göttlichen. Deshalb muss deine Schar eingreifen. Krieger der Dunkelheit. Krieger der Dunkelheit auf dem Mond, am besten auf der dunklen Seite des Mondes, ne? Einer sagen, wann ich jemals eine ruhige Minute haben werde? In absehbarer Zeit wohl nicht. Ich habe mich ja schon gefragt, was da ist. Aha, ist es doch der Raid? Oder was mit der Story? Keine Ahnung. Das sieht aus wie eine Goblin-Maschine, oder? Oder ist das sogar... Ne, allergisch ist das nicht. Mein neues Reittier. Spaß. Diese Wichte müssen aber auch alles in Gang setzen, was sie finden. Ein Primae ist kein Spielzeug. Ah, okay. Prima ist kein Spielzeug. Bittere Wahrheit enthüllt und falsche Mythen zerschlagen. Wie dunkel die Schatten auch sind, das Licht wird sie bezwingen. So, dann schließen wir das Quest doch eben ab. Ich freue mich, dass die Allianz mit Ishgard nun endlich in greifbare Nähe gerückt ist und auch, dass ich an so einem geschichtsträchtigen Ereignis teilnehmen durfte. Das ist alles nur dein Verdienst. Hätte der Papst gesiegt? Nicht auszudenken. Eosea sieht großen Umbrüchen entgegen. Jede Reform ist anfangs hart und bringt auch Verzicht und Kompromisse mit sich, doch am Ende steht das große Ziel des dauerhaften Friedens. Wir haben ein ganz neues Kapitel der Geschichte aufgeschlagen. Die Galear haben ihre Ambitionen hinsichtlich der Eroberung Eoseas nicht aufgegeben und unser treuer Istinien ist Nitox rachsüchtiger Seele zum Opfer gefallen. Wenn es einen Weg gibt, ihn zu retten, dann müssen wir ihn finden. Der Weg, der vor uns liegt, ist voller Hindernisse, aber gemeinsam werden wir sie überwinden. Da, 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 dam, dam.
Gut. Das war's. Das war's. Ich werde mich jetzt in den Schnitt begeben, damit ich den Part zusammenschneide, damit es ein schöner Finalpart ist für Heaven's Ward. Aber das ist auch ein schönes Finale. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es abgeschlossen. Gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part auf YouTube. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bit verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.